Ja, es ist ein Das ist was Possenspiel in. Ja. der Selbstverarschung. Genau. Die ganze Rechthaberei und die Quelle bist immer noch du selbst. Ja. Wer erlebt den Traum? Nur der träumende Geist. Wenn ich das nicht akzeptieren will, habe ich ein riesengroßes Problem. Jeder Moment ist ein Problem, was dir vorgelegt wird. Und ich kann es immer wieder nur wiederholen und wiederholen, dass du dir einfach klar machst, was ist jetzt da? Ja. Das, was jetzt da ist, ist deine Information, sonst könntest du es nicht wahrnehmen. Genau. Du weißt, seit 25 Jahren weise ich darauf hin, selbst für einen tiefgläubigen Materialisten sollte klar sein, ich kann nur dann etwas erleben, wenn es eine Information von mir ist. Das heißt, wenn es sich hier und jetzt in meinem Gehirn befindet. Ich spreche jetzt absichtlich in dieser geistlosen naturwissenschaftlichen Logik. Ja. Wenn es sich nicht in deinem Gehirn befindet, kannst du es nicht wahrnehmen. Und da außen ist nichts. Nein. Das ist jetzt eine Behauptung. Das ist in den letzten Gesprächen immer diese zwei Seiten. Ist Welt materialistisch oder ist es nur ein Traum? Man kann weder das eine noch das andere beweisen, heißt es. Das ist falsch. Das ist eine einseitige Aussage. Ich will wieder eine einseitige Antwort. Wir gehen auf Popper zurück. Mhm. Er hat einen Nobelpreis. Der Mensch Popper, den wir uns jetzt denken, der hat einen Nobelpreis gekriegt. Hauptthema Falsifizierungsthesen. Man muss alles in Frage stellen. Und da ist erst einmal diese zwei Seiten. Ist die Welt ein Traum? Ist er idealistisch nur eine Idee? Oder ist es im klassischen Sinn, nennen wir das dann ja materialistisch, nennen das dann Realismus, habe ich oft darauf hingewiesen, weil ich nicht weiß, was real letztendlich ursprünglich bedeutet. Und man kann keine dieser beiden Thesen beweisen noch widerlegen. Mhm. Kann man Riesenbücher machen. Es ist schon wieder das Problem, ist eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Ja. Es ist was ganz was anderes. Ich habe in dem letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, dass du, wenn du in eine höhere Ebene bist, musst du viele Systemparameter ändern. Ich spreche nur mein kleines Beispiel, der Sprung von der Scheibe und alles fällt von oben nach unten. Das ist jetzt nur ein Zusatzparameter zur Kugel, was die Kugelwelt ja unmöglich macht, weil wenn alles von oben nach unten fällt, muss ja das Wasser runterlaufen oder man müsste ja dann in den Himmel reinfallen. Es ist schon vom Tisch, wenn ich weiß, dass die Sachen nicht von oben nach unten fallen, sondern einen Mittelpunkt zustehen. Man muss natürlich noch wesentlich mehr Parameter verändern. Und dasselbe passiert jetzt. Aber diese Glaubensmodelle, dieser Corona-Test, wie ich das nenne, ist nicht, dass du dir Stäbchen in die Nase schiebst, sondern der Corona-Test ist was ganz was anderes. Was löst das Wort Corona in mir aus? Corona. Und du kannst hundertprozentig sicher. Und ich betone nochmal, wenn du mal wirklich Holofeeling studierst, ich gebe dir den 100%ig sicheren, arithmetisch 100%ig sicheren Beweis, dass die Welt ein Traum ist. Ja. Dass sie ein Matrix-Programm ist. Und wenn ich jetzt 100%ig sicher arithmetisch meine, dann meine ich nicht auch die mathematischen Hirnwichsereien deiner gelehrten Mathematiker, die hier ellenlange Bücher schreiben, ob zum Beispiel 0,999999 bis unendlich jetzt 1 ist oder nicht 1 ist. Und dann kriegst du wieder eine einseitige Antwort davon. Ja. Das ist eine Pervertierung von dem, was ich Arithmetik nenne. Mhm. Ganz einfach eine Urarithmetik, bevor sie unendlich zerdacht wurde, in Sackgassen hineingedacht wurde, besteht eigentlich nur aus Plus und Minus. Ja. Und dann haben wir drei Hüben, drei und drüben drei. Müsste dir bekannt vorkommen. Wir haben auf der Plusseite die Addition mhm. und dann eine Vereinfachung. Bei komplexeren Additionen nennen wir das die Multiplikation. Und dann kann ich das nochmal doppeln mit dem Potenzieren. Und auf der Minusseite habe ich die Division und das kann ich nochmal doppeln mit dem Wurzel ziehen. Wurzel. Mhm. Mit der Wurzel, die so und so viel die Wurzel. Das sind aber nur Vereinfachungen. Letztendlich sind es nur Plus und Minus. Ja. Und wenn ich auf Worte anspringe, ich muss eigentlich als Geist, und es kann nur Geist, aber Geist existiert nur als ein Abfallprodukt der Materie in deiner jetzigen Welt. Mhm. Es ist dieses extreme Entgeistigen des Menschen durch geistloses Nachäffen von irgendwelchen chronologischen Thesen,
von irgendwas, was angeblich in der Vergangenheit entdeckt wurde oder passiert ist. Und es ist hundertprozentig sicher, dass in der Vergangenheit niemals etwas war. Der Ron ist niemals aus dem Fenster gesprungen, wie er durchdreht hat, und dass in der Zukunft nichts passieren wird. Du kannst es, du Geist, kannst es jetzt sofort überprüfen, indem du einfach dir zuerst einmal bewusst machst, was du selbst bist. Ja. Du bist der, der ein Leben erlebt. Mhm. Und jetzt sage ich dazu, der bist du natürlich auch nicht, weil jetzt denk mal an jemanden, der ein Leben erlebt, den du dann Ich nennst. Es ist einfach dieses Spiel dieser vier Ichs. Ja. Da gibt es Ansätze, zum Beispiel bei Fichte. Mhm. Deutscher Philosoph. Die gehen alle in diese Richtung. Aber dann gibt es sofort wieder andere Philosophen, die sagen, nee, das muss man hier anders sehen. Das rote Ich, was Fichte nicht hat, ist das rote. Mhm. Das Rot-E-Quadrat. Es ist nämlich schon dieses Ich ist etwas, was nicht existieren kann. Das wird zwar immer dann noch angesprochen, aber ich sage in dem Moment, wir hatten gerade das Thema, Ron, bevor du dich dazugeschalten hast, an was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Ein träumender Geist ist nicht denkbar, egal an was du denkst. Es ist dann schon wieder eine Existenz, ein Gedanke, ein träumender Geist. Ich kann wissen, was ein träumender Geist ist. Dann muss ich mir eine Vorstellung machen, einen, der da liegt und schläft. Und dann weiß ich, er hat eigentlich nur Erlebnisse in seinem Kopf aus sich selbst heraus. Und ich sage jetzt, du setzt dich als einen träumenden Geist, aber du bist nicht der Körper, der da liegt, sondern dieser rote Kopf, nicht der Kopf von dem Schlafenden, den wir uns jetzt ausdenken. Mhm. Das ist ein Bereich, der nicht denkbar ist, weil er ewig ist. Das ist übrigens aber nicht mein hundertprozentig sicherer Beweis. Der baut sich in der Arithmetik der Sprache auf. Aber das muss man alles nicht wissen. Es ist nur die Frage, wenn du sagst, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und die Stufen der vier Ichs, ja, kannst du ganz klar festmachen. Denkst du an einen Körper, dann muss ich sogar noch gehen, einen Schritt weiter, dass der reine Körper sogar noch mal was anderes ist wie die Persona. Eine Person ist nämlich nur eine oberflächliche Maske. Darum ist ja die Maske oder die Larve, die sich verändert, ja, denk an die Ei, Raube, Larve, Schmetterling. Raube, Larve, Schmetterling. Dass also hier der Körper nochmal was anderes ist wie die Larve. Die Person, Persona heißt ja auch Persona hindurchtönen. Das ist, dann wird praktisch das Gesicht, diese Larve wird zu unserem Diaprojektor, das eventuelle. Wenn du zum Beispiel hier die Persona, die Maske eines Zehnjährigen trägst, dann lebst du in der Welt einer, du projizierst mit dem Intellekt eines Zehnjährigen, die Welt eines Zehnjährigen, mit den Wünschen eines Zehnjährigen. Und wenn du dich vor einen Spiegel hinstellst, ich rede jetzt normal, wird im Spiegel ein Zehnjähriger in Erscheinung treten, der genauso ausschaut im Spiegel. Mhm. Insider wissen, was ich meine. Du bist ja der Kopf des Schöpfer Gottes. Aber du lebst ja hier in deiner Außenwelt gedanklich, obwohl du dich immer nur alles aus diesen Augen siehst, wo du hinschaust. Und das sind immer Spiegelbilder dieses Prinzip. Ja. Wenn man das erste Mal hört, kann man es nicht verstehen. Aber auf jeden Fall, dann ist im Spiegel ein Zehnjähriger, der genauso aussieht, wie deine Logik dir vorschreibt, das bin ich. Genau genommen ist aber zuerst der Gedanke, das innerhalb, und du stellst dich dann selber in diese Traumwelt hinein als Avatar. Das ist noch dieses Umschalten, beobachte ich mich selbst, diese dritte Person-Perspektive. Ja. Das ist mal Körper-Persona. Dann ich, großes Ich, der Mensch. An Mensch kannst du schon nicht und nicht mehr denken. Das ist eine ganze Lebensgeschichte, wie ich das nenne. Ja. Und wenn du eben dann auf Seite 30 bist, in meiner extrem vereinfachten Metapher, dann lebst du in der Welt eines 30-Jährigen mit den Problemen eines 30-Jährigen, wo von den Problemen des 10-Jährigen nichts mehr da ist, außer du blätterst wieder zurück. Du spulst ganz kurz, du springst in deinem Programm wieder auf die Seite 10 zurück. Und dann, wenn du dich vor den Spiegel hinstellst, dann wird im Spiegel ein 30-Jähriger auftauchen. Doch. Und der kann dann ein Mann oder eine Frau sein, je nachdem, was du für eine Rolle spielst. Mhm. Und bei Holofilling geht es jetzt erst einmal in einer ganz einfachen Form, dass du dir bewusst machst, dass du dich, dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, das immer nur aus jetzt gedachten Gedanken besteht. Egal an was du denkst es jetzt und die Information ist hier. Ja. Und wenn du das nicht akzeptierst, wenn du mich jetzt sprechen hörst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden.
Und ich habe ganz klar darauf hingewiesen, ich drehe jetzt die Spannung an dem Weidezaun, an den du dich festhältst, den du meine Sicherheit nennst, extrem hoch. Indem du einfach einmal schaust, wie unendlich geistlos die Menschen sind, die du dir ausdenkst. Mhm. Und sollte das jetzt noch der Fall sein, muss dir klar sein, es sind Produkte, die mit deinem jetzigen Intellekt aus dir heraus generiert werden. Das sind die Spiegelbilder deines Intellekts. Das heißt, die Ursache ist noch deine eigene Geistlosigkeit. Das tut weh, aber das ist ein Heilungsprozess, ein heilsamer Prozess, wenn du das anfängst zu akzeptieren. Ja. Und dann gibt es in eine ganz andere Qualität um. Mhm. Deine Rechthaberei. Mhm. Wie oft hörst du irgendwas, wenn du am Computer sitzt, ins Internet gehst, dieses unendliche Geschwätz. Mhm. Wenn ich muss die Filme gar nicht reinschauen. Schau einfach, wo du dich hinfokussierst. Mhm. Welche immer wieder dieselben Seiten. Corona, Corona. Und jetzt kannst du ganz klar feststellen, bist du einer, der nicht versteht, wie die Wahnsinnigen sich nicht impfen lassen können, oder gehörst du zu denen, die sagen, was sind das für Wahnsinnige, die sich impfen lassen? Und das Schöne ist, diese zwei Seiten, die du dir ausdenkst, bei Holofeeling geht es nicht darum, dass du dich für eine entscheiden müsstest, sondern der Weg führt, dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, dass du dir die einen Idioten wie die anderen Idioten ausdenkst. So nochmal ist. Idioter, lateinisch heißt einfach zuerst einmal ein einfacher Mensch. Bindestrich Trockennasenaffe, der Nach-F. Die einen wie die anderen Effen nach. Ja. Hört ihr 20 Jahre alte Selbstgespräche an, natürlich immer nur hier und jetzt. Gedachte Chronologie. Dann wirst du feststellen, dass das Problem seit Ewigkeiten besteht, die wir uns und jetzt denken. Genau. Habt ihr denn überhaupt nichts gelernt in den letzten 20 Jahren? Was ist, wenn du jetzt glaubst, du bist der 20-Jährige oder 25-Jährige? Was willst du dann gelernt haben? Mhm. Wenn ich jetzt meine 20, 25-Jährigen habe, ich will jetzt keine Namen nennen, da gibt es mehrere, die meinen, die hätten was verstanden, dass ich immer wieder sage, das eigentliche Denken beginnt ja eigentlich, kann man sagen, das etwas erwachsene Denken beginnt ja erst ab der Pubertät, inwieweit ein 14, 15-Jähriger eigentlich schon geistreich denken kann in der Pubertät, ist eine andere Frage. Mhm. Wenn du jetzt 20 oder 25 bist, unterscheidet dich alles, was vorher ist, bist du eigentlich erst, wenn wir das so sehen, 10 oder 11 Jahre alt. Ja. Du denkst doch eigentlich erst 10 oder 11 Jahre erwachsen. Und wie gesagt, nochmal, ob du als 14, 15-Jähriger schon erwachsen denkst, nur weil du gerade in die Pubertät reinkommst, ist eine andere Frage. Wie kannst du glauben, dass du irgendwas verstanden hast? Das sage ich jetzt zu den Jungen. Aber diese Jungen, die wir uns jetzt ausdenken, können das sowieso nicht verstehen. Weil ich mich prinzipiell nur mit dem Geist unterhalte, dass ich jetzt dieses Video anschaue. Das, was du brauchst, was du lernen wirst, ist Demut. Schau mal, Ron, blätter mal, wir machen jetzt mal das Ron-Programm, blätter mal in deinem Programm zurück, wie du Holofeeling das erste Mal gehört hast, wie begeistert du warst, wie du dann durchgedreht hast. Ron ruft bei Redo an und sagt, wahrlich Ron, ich sage dir, ich bin IQB und ich befehle dir jetzt. Das ist, da kannst du heute bloß noch schmunzeln, da bist du doch vollkommen neben dir gestanden. Das ist missverstandenes Holofeeling. Das sind dann wirklich die, die in die Klapse kommen. Da dran ist aber nicht Holofeeling schuld. Das wäre ungefähr so, wenn ich ein Küchenmesser nehme und ich steche dann ab und ich sage dann, das Messer ist schuld. Mhm. Holofeeling ist das Schwert, ja, das nicht dazu da ist, dass du irgendwelche Menschen erschlägst, sondern dass du dich abnabelst von diesen alten, geistlos nachgeäfften Glauben deiner ganzen Lehre und deiner Erzieher. Gleichgültig, ob das religiöser Glauben ist, ob das esoterischer Glaube ist oder naturwissenschaftlicher Glaube ist. Genau. Und jetzt betone ich sofort, dass all das, was in diesen heiligen Schriften der Religionen und der Naturwissenschaften, sprich Physikbüchern, Chemiebüchern drinsteht, ist hundertprozentig richtig. Ja. Also nicht, dass du meinst, ich ziehe jetzt über Religion her. Ich ziehe weder über Moslems her, noch über Christen, noch über Juden, noch sonst irgendwelche Glauben her. Das, was ich absau, ohne die abzusauen, weil ich habe die erschaffen, das sind deine ganzen Religionsfürsten oder Wissenschaftspriester, die dich mit einseitigen Auslegungen zugemüllt haben. Wobei dich keiner gezwungen hat, diese Scheiße geistlos nachzuäffen. Ja. Du hättest nämlich die Freiheit, die eigene Gedanken zu machen. Genau. Darum ist es was Intimes.
deine Welt, du lebst zur Zeit in Sodom und Gomorra. Und die Welt, die du dir denkst, die hast du einfach zu verlassen. Das heißt, wach zu werden, es ist eine Traumwelt. Ja. Mhm. Wie werde ich wach? Mit Sicherheit nicht, wenn du wach werden willst. Nein. Weder eine Form von wollen, ich will, noch ich will nicht, macht dich wach, sondern genau die Mitte zwischen diesen zwei Extremen. Geschehen lassen. Es geschehen lassen. Lass mich das verändern, was ich verändern kann. Und lass mich das demütig ertragen, was ich nicht verändern kann. Und gib mir die göttliche Weisheit, zwischen den einen und den anderen zu unterscheiden. Genau. Und das ist jetzt mit dem, du kannst zum Beispiel verändern den Glauben. Was glaubst du, was du selbst bist? Diesen Glauben kannst du verändern. Ja. Aber jetzt ist wieder Veränderung, ist nicht, dass du von einem Gedanken einen anderen Gedanken denkst, der im Widerspruch steht zu dem ersten Gedanken. Was glaubst du? Ich bin ein sterbliches Säugetier. Du kannst diesen Gedanken verändern, indem du sagst, nein, ich bin der, der zurzeit die Rolle eines sterblichen Säugetiers spielt. Dann ist es interessant, dann habe ich deswegen das sterbliche Säugetier nicht eliminiert. Genau. Ich habe es bloß unwichtig sekundär gemacht. Das ist eine tiefe, tiefe Weisheit, die ich dir jetzt mitteile. Mein Tierkörper, den ich mir denke, das ist wie beim Lesen des Buches, wenn ich sage, dieser Alterungsprozess, den kannst du nicht aufhalten. Das ist Alterung, ist Alternieren. Und irgendein existierendes Objekt, das hier und jetzt von dir gedacht wird, das hier und jetzt eine Information ist, in dir am Leben erhalten zu wollen, ist voll die Demonstration von vollkommener Geistlosigkeit, wenn das irgendwelche Figuren in deinem Traum versuchen. Die demonstrieren dir nahezu alle Geistlosigkeit. Breit ist der Weg der Masse, lass die Toten ihre Toten begraben. Mhm. Und du wirst irgendwann einmal erkennen, dass alles zur Zeit bloß Geld anbietet. Geld erhält uns am Leben. Deine Politik, alle. Die ganzen Christen, CDU, CSU, Arbeitsplätze, wir müssen Arbeitsplätze erhalten. Diese scheinheiligen Versprechungen, wie viel Scheißdreck muss ich euch eigentlich noch einspielen, bis ihr das meint? In euren Traum. Mhm. Euch meine ich jetzt immer nur den einen, der mich sprechen hört. Das euch bezieht sich rein auf die unterschiedlichen Programme, die in dir laufen können. Unser Bücherregal-Metapher. Es ist kein religiöses Geschwätz. Es ist Holofilling, ist ein unendliches Geschenk, aber du musst es auch leben. Ja. Das heißt, du musst die absolute, dieses Christusbewusstsein, das Einverstandensein leben. Ein Lernprozess. Ja. Das in dem christlichen Märchengeschichte dieses Jesus dargestellt wird. Wo ich immer wieder sage, ein Jesus, der Tote zum Leben erweckt, der ist mit dem Tod nicht einverstanden. Jetzt normal materialistisch in deiner Logik gedacht. Einer, der die Geldwechsler zum Tempel rausschmeißt, der ist mit den Geldwechslern nicht einverstanden. Ich schaue mir das einfach an, wie sie sich gegenseitig selbst den Hals zudrehen. Es ist doch nur Geld, auch die ganzen Esoterikpriester. Mit dem Energieausgleich. Ich bin da tausendfach in allen Variationen drauf eingegangen. Und du wirst nicht frei werden, wenn du meistens von einer Seite auf die andere springst. Wenn du deine Meinung änderst. Du musst in einen vollkommen neuen Bereich eintreten, der dir ermöglicht, dass du jede Behauptung, die irgendeine Figur in deinem Traum, die wohlgemerkt von dir geträumt wird, äußert. Das ist eine ganz große Erkenntnis, dass Figuren in einem Traum gar nichts anderes sagen können, tun können, machen können, wie der träumende Geist träumt und auch charakterlich nicht anders sein können. Genau. Mhm. Darum betone ich, das ist wieder weg, wenn du ganz ehrlich bist und jetzt nur wenige Zeiten zurückblätterst, ich sage mal wenige Tage, dich die letzten Wochen zurückdenkst, dass du das immer wieder vergisst, obwohl du das zigfach gehört hast. Du sitzt und dann hörst du wieder, ja, in Neuseeland haben sie jetzt hier wegen einem Corona-Kranken das gemacht und zugemacht und da wurden so und so viele Menschen, ganze Fabriken wegen einem Corona-Kranken geschlossen und dann sind da wieder so viele Corona-Kranke und Tote. Es ist Hirnwichserei. Und dann habe ich wieder andere Seiten, die total im Widerspruch stehen. Genau.
Du hast deine eigene Traumwelt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber letztendlich besteht der Traum bloß aus ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt. Ein Wechsel, ein Gemisch aus sinnlich wahrgenommenen Informationen und ganz bewusst Gedanken, die du selber denkst. Und sobald du eine Zeitung liest, ein Buch liest, egal was, wirst du aufgrund dieser Worte in dir vollkommen zwanghaft Vorstellungen aufbauen. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Und die wirst du diese Vorstellung, die jetzt diese Worte, die natürlich in dir auftauchen, wirst du vollkommen unbewusst um dich herum in Raum und Zeit verstreuen. Jetzt zum Beispiel hörst du Worte, das sind jetzt akustische Worte. Ja. Und Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Das sind keine Menschen. Schau, bei Holofeeling sage ich dir, schau einfach, was jetzt da ist. Sinnlich wahrgenommen und rein als Gedanken, als Worte, als Vorstellungen. Mhm. Und dann wirst du feststellen, dass sich das ständig verändert. Ohne irgendeine Wertung, ob da was richtig oder verkehrt ist, das ist der Weg in die Freiheit. Und dann wirst du merken, dass der Gedanke gar nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Auch nicht der Gedanke an deinen Körper, wenn du an dich denkst. Wieso hast du eine panische Angst, diesen Körper zu verlieren? Weißt du, wie viele tausende Male ich die letzten 25 Jahre darauf hingewiesen habe, dass der Körper sich auflöst in dem Moment für dich Geist, wenn du nicht mehr an den Körper denkst? Das Hauptproblem, das ich dir jetzt immer und immer wieder eintrichtere, halte verdammt nochmal diese einfachen Gebote. Mach dir kein Bild von Gott, heißt mach dir kein Bild von dir selbst. Naja. Du bist als jetzt symbolisch gesetzter träumender Geist der Schöpfer für die Traumwelt, die du in deinem eigenen roten Kopf beroschet. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du dir das ausdenkst. Als Scheibe, als Kugel, als Matrix-Programm. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist genau im Zentrum. Und mach dir kein Bild von was da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Da draußen, D-R-A-U, scharfes S, das ist deine Beschwörungskunst. Du bist in einer Matrix. Zerbrich dir dann den Kopf nicht so sehr über die Trockenhausenaffen, die du dir ausdenkst. Die haben keine Überlebenschance. Das sind Menschen aus Sodom und Gomorra. Das klingt jetzt extrem herzlos. Und das ist das große Problem. Diese Herzlosigkeit, die jetzt eventuell dein Programm dir aufzwingt, diese Definition dieser Worte, die du hörst, ist eine extrem einseitige Auslegung dieser Worte. Ja. Die rote Liebe ist eine absolute Liebe, die ist allumfassend, die keine Feindbilder predigt. Es ist eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist. Und wenn Tiere andere Tiere auffressen, dann ist es ein Liebesakt, ein Einswerdungsakt. Ich habe da so oft drauf hingesprochen, jetzt ganz rudimentär, wenn ein Affenmännchen und ein Affenweibchen, nenne es Homo sapiens. Ihr seid keine Homo sapiens, ihr seid keine vernunftbegabten Wesen, solange du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier, bist du kein Adam. Aber da ist rudimentär dieser Einswerdungsprozess da, in der Sexualität. Dieses Einswerden wollen, ich habe dich zum Fressen gern. Dieses grausame Naturgesetz von Fressen und Gefressen werden heißt eigentlich lieben und absolut lieben, so sehr lieben, dass man eins wird, dass kein Unterschied mehr da ist. Zwischen mir und dem geliebten Objekt. Das ist das, was ich jetzt im Moment mache als UP. Weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin und du willst das nicht wahrhaben. Das ist die Verschmelzung von JCH zu ICH. Und in dem Moment wirst du erhoben, dass du der reine Geistesfunken, der jetzt ein Leben als Brösel erlebt, als Mensch, als Körper erlebt, wirst du erhoben, dass du jetzt auch im selben Moment, im Meer bewusst, immer bewusst, der vom Bücherregal bist, dass du sagst, das, was ich momentan träume, ist nur eine von vielen Geschichten, Lebensgeschichten, die gleichzeitig in mir drin sind. Ja. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, musst du einfach schauen, was dein Programm macht. Aber das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Mhm. Und das Schöne ist immer, um das leicht zu machen, ich betone immer wieder, das ist an keine Bedingung geknüpft. Holofeeling ist keine blau ausgedachte Religion im herkömmlichen Sinn. Ja. Holofeeling arbeitet mit dem, was hundertprozentig sicher ist. Und du kannst es Figuren in deinem Traum, ich mache das einmal noch genauer, du kannst es Gedanken, die du denkst, nicht erklären. Es wird niemals ein Gedanke, sprich ein Mensch, verstehen. Eine existierende Erscheinung.
die aus dir existiere heraustritt, die du dir vorstellst, die du dir ausdenkst, die wird es nicht verstehen, weil wir reden von dem, was Ewigkeit bedeutet. Ja. Was Geist bedeutet. Was Gott bedeutet. Oder Licht. Oder Energie. Immer rot gelesen. Diese Energie der Einstein-Formel. Ja. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mhm. Und du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Du bist ewiger Geist. Und all deine Ängste wären von einer Sekunde auf die andere weg, wenn du das wirklich auch verstanden hättest, was es bedeutet, Geist zu sein. Und ich sage, setz mal einfach jetzt einen ausgedachten Geist, den nimm mal einen träumenden Geist, dann ist dir schon klar, dass du der Schöpfer für deine Traumwelt bist, die sich letztendlich nur in dir selbst abspielt. Wir machen uns kein Bild mehr von irgendwas da droben im Himmel, das angeblich da schon da war, diese Planeten, bevor es uns gegeben hat, bevor es mich gegeben hat. Es gibt nichts in einem Traum, wenn nicht zuerst einmal ein träumender Geist da ist. So ist. Und wahrlich, ich sage dir, ehe ein Adam ausgedachterweise, ein Abraham, ein Jesus oder sonst wer war, bin ich. Und dieses Ich, das ich mir jetzt ausdenke, das ist bloß, weil ich mir das jetzt denke. Und ich bin du. Jetzt müssen wir diese vier Ichs verstanden haben, den roten Bereich. Das ist dieses, es kann gewusst werden, es kann aber nicht als Information in Erscheinung treten. Es ist das Zentrum aller Informationen. Und arithmetische Beweise, ich könnte jetzt mit, jetzt gehe ich ganz bewusst auf die Brösel-Ebene, wenn ich nur in meine Holo-Arithmetik reingehe. Ja. Das ist, wenn ich einen Menschen jetzt habe als Brösel und der Brösel und ich zeige ihnen Geheimnisse, dass ich den die kompletten, von der Einstein-Formel über die ganzen Naturkonstanten, die ja nötig sind für dieses Matrix-Programm, ob das Pi ist, ob das die Eulersche Zahl ist, die Feinstrukturkonstante und alle anderen auch noch. Das sind ja so viele Sachen, die ich in die Bücher gar nicht reinschreibe, wenn man das schon nicht akzeptieren will, auf diese eigenartige Art und Weise und immer noch glaubt, dass in irgendeiner Vergangenheit rein zufällig was entstanden ist. Mhm. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwelche Gedanken, sprich Menschen, die ich mir ausdenke, zu retten. Na. Das ist, ich reduziere das auf einen einfachen Satz. Ich kann nur den Geist wachmachen, der träumt. Die Figuren, die in deinem Kopf im Traum in Erscheinung treten, haben keine Überlebenschance, nicht einmal dein eigener Körper, an den du denkst, mit dem du dich verwechselst. So, und jetzt marschier los als Brösel und der Brösel und versuch das deinen Mitmenschen zu erklären. Weißt du, wie oft mich das dieses Leben schon gekostet hat? Auch ich bin lernfähig. Du hältst dich da raus. Ja. Es ist, dass diese Sätze, die ich immer wieder wiederhole, die rauschen am Anfang durch, wenn man anfängt, sich mit Holofeeling zu beschäftigen. Mhm. Du steckst zurzeit in einer Hülle und die Schelme ab, Stück für Stück. Schonungslos. Erwarte nichts von den Mitmenschen, von den Politikern. Du musst ein vollkommenes Gleichgültigkeitsgefühl bekommen. Und dann wirst du irgendwann einmal anfangen, hier in das Geheimnis der Sprache einzudringen, was ich Vordersprache nenne. Und dann wird jedes Wort selbst erklären mit einem ganz, ganz kleinen Trick. Das ist wirklich sehr, sehr leicht zu lernen, aber man muss irgendwann einmal was lernen. Von nichts kommt nichts. Mhm. Wenn du Bücher lesen willst, musst du dir eben einfach das Lesen lernen. Ja. Aber da haben wir natürlich so unendlich viel Sprachen, ist doch alles bläht sich im Hintergrund ins Unendliche auf. Hast du aber eins verstanden, hast du alles verstanden. Vordersprache ist allumfassend. Also vom Hebräischen. Wenn ich sage, du musst kein Hebräisch lernen, das Deutsch Ivri, wie ich das nenne, Deus Ivri, das göttliche Ivri, das ist ein Schlüsselsymbol. Das rastet für alle Sprachen der Welt. Und es ist so viele Sachen, die für dich so logisch sind, wenn du jetzt in China bist. Wie oft habe ich das erzählt, der Tageszeitung lesen? Ich fange da nicht nochmal an. Es ist nicht möglich, eine chinesische Tageszeitung zu lesen, wenn du meinst, das ist ausgedachterweise so, wie wenn du eine deutsche Tageszeitung liest, hast du dich mit den hebräischen Schriftzeichen nicht richtig auseinandergesetzt. Da nur sehr fehlerhafte Informationen, selbst eine hebräische Tageszeitung, hebräisch unfokalisiert zu lesen, ist schlichtweg und einfach immer eine extrem einseitige Auslegung von diesen Worten. Genau. Mhm. Es wird für dich dann so logisch sein, innerhalb deiner Logik, die ist so unendlich trügerisch,
Schon aufgrund dessen, dass das eine geistlos nachgeäffte Logik ist. Du hast noch keine eigene Meinung, was schön ist, was hässlich ist, was richtig ist, was gut ist, was böse ist. Es sind die Meinungen der Lehrer und Erzieher, die ich in deinem Traum auftauchen dann habe, die du geistlos nachäffst, anstatt einmal zu schauen, ist das alles korrekt, was die machen. Es gibt selbstverständlich auch geistige Vorbilder, aber ganz, ganz wenige. Weil ich nämlich feststellen konnte, in vielen Leben, beim Aufbau dieser Matrix, dass am lernfähigsten bist du, wenn ich dir Vorbilder einspiele in der großen Masse, die dir zeigen, wie man es nicht macht. Und es sind nahezu 99,9% der Autoritäten deines Lebens demonstriert, wie man es nicht macht. Auch wenn die für dich vollkommen logisch noch gut erscheinen. Deberwein und so weiter und so fort. Ja. Auch mein Kirchhoff. Ja. Da sind die Ansätze da. Es ist nämlich zuerst einmal ein Rezidieren. Mhm. Da sind auch die Ansätze da, dass er den Materialismus angeht. Dass er erkennt, was das für Hirngespinste sind. Geistlos nachgeäffte Hirngespinste. Dass man Menschen bewundert. Wenn ich immer wieder sage, Nobelpreise, wenn du schaust, für was Nobelpreise vergeben wurde, für unsichtbare Teilchen, DNA, was dann alles so toll funktioniert. Wieso? Weil du es glaubst. Genau. Die Ursache ist dein Glaube. Die Beschwörungskunst. Die Beschwörungskunst. Im Anfang ist das Programm, das du beschwörst. Darum kannst du dir dann auch alles innerhalb deiner Logik beweisen. Mhm. Aber nur innerhalb deiner Logik. Du wirst dein Gefängnis, dein geistiges Gefängnis nicht verlassen. Ja. Du hast ein geistiges Gefängnis und ein körperliches Gefängnis. Ich will ja gehen. Ich war mit meiner Mutti. Ich mache mal wieder als Udo Brösel, mache ich meine Mutti. Ich will ja gehen. Ich sage, das ist dein Problem. Du willst schon wieder was erreichen in der Zukunft. Du willst etwas nicht haben. Das musst du komplett aufgehört haben. Wenn du nur noch schaust, mein einfaches Beispiel, ein Tierchengucker, ein Tierforscher, der Tiere erforscht, ohne irgendwie zu interpretieren, was er sieht, was gut ist, was böse ist, was hässlich ist, was brav ist. Es liegt alles im Auge des Betrachters. Ja. Wenn ich nur neugierig schaue, ohne irgendwas zu wollen oder was zu definieren, dann fange ich an zu lernen. Gerne. Und dann wird dir die Machtgeilheit der Menschen bewusst, die Besserwisserei und vor allem voran die einseitige Rechthaberei. Und jetzt kommt Holofilm und ich sage dir, egal was einer äußert in deinem Traum, er äußert es, weil du das träumst und es soll dir träumenden Geist besorgen. Mhm. Und dann musst du ganz wertfrei zuhören und dann wirst du feststellen, das stimmt. Du musst nur die Gedankengänge mitnehmen. Ich mache immer so mal das Musterbeispiel. Ich nehme mir jetzt, denke mir an den Kirchhoff, was er nicht ganz macht, weil er parteiisch wird. Aber ich denke mir jetzt mal einen kleinen Udo aus, der hier, wie Kirchhoff sagt, ich habe als 12-Jähriger das schon gelesen oder 13-Jähriger das gelesen, Hochphilosophen. Ist er so wie der Udo Brösel? Und ich war neugierig und jetzt ist wichtig, wenn du dich mit einer neuen Sichtweise auseinandersetzt, musst du das vollkommen wertfrei machen. Du musst dich auf Null setzen, eine Tabula Rasa machen und jetzt spielst du diese neuen Gedankengänge ein, indem du sehr neugierig irgendwie durchlesen natürlich. Und jetzt muss dann schon da sein, das hat niemals einer in der Vergangenheit geschrieben. Es tauchen Gedanken in mir auf in Form von Worten. Ob ich jetzt Goethe, ob ich Fichte, ob ich Schiller lesen du, ob ich wen auch immer lest, Laozi, ja. Marx, Engels, egal was ich lese, das sind Worte, da werden die Meinungen geäußert eines Charakters. Die Neugier, was auch immer, jetzt hängt natürlich davon ab, was mache ich aus den Worten. Vordersprache geht da weit darüber hinaus und ich versuche das zu verstehen. Ich erinnere an meine kleine Geschichte in meinem Hegelleben. Die habe ich mehrere Male angesprochen. Die Phänologie des Geistes, wo der Student zu mir kommt und sagt, Herr Professor, ich habe das jetzt zweimal gelesen und ich verstehe es einfach nicht. Mein junger Freund, du holst jetzt eine heilige Schrift im Original, dann holst du dir ein gutes Hebräisch-Latein-Wörterbuch, Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, da haben wir dann schon wieder einen Übergang und dann übersetzt du diese Heilige Schrift Wort für Wort selber, was du schon merkst, wenn du mit dem Wörterbuch anfängst und du weißt nicht, wie das übersetzt wurde, wie vielfältig das ist.
Vor allem, wenn du die Rolle noch zusammenschiebst, wenn du dir original Dora-Rolle holst, eine ursprüngliche Dora-Rolle, wo noch nicht im Wörter eingeteilt ist. Was das für ein Chaos, was da für eine Vielfalt auftaucht. Und wenn du das gemacht hast, liest du die Phänologie des Geistes nochmal und dann bist du einen ganzen Schritt weiter. Aber es geht hier nicht um Wissen. Es geht zuerst einmal darum, was bin ich selbst? Ja. Dann beginne ich immer, ich erkläre dir, was du selbst bist. Du bist der Erste, du bist der träumende Geist für alles, was du dir ausdenkst. Du stehst eins vor deinen Gedanken. Und was jetzt wichtig ist, dass in dir die Heiligkeit kaputt gehen muss, damit du zum Träumen anfängst. Jetzt kommt natürlich das schöne Spiel, und jetzt will ich mal ganz kurz den Bildschirm übertragen. Schau mal, kaputt. Das heißt umgangssprachlich zuerst einmal in zwei. Sehr interessant, wenn du das kleine Bild anschaust, die Vorsilbe N sind wir so oft darauf eingegangen, diese ersten vier Stufen. Das heißt, die Heiligkeit müssen wir zuerst einmal end zwei machen. Dass eine Gedankenwelle da ist. Z-Waff übrigens, das schauen wir uns dann gleich genauer an. Dieses N2 ist natürlich jetzt vielfältig, weil unsere Radix ND ist etwas Gegebenes. Ja. Wir haben Gag 3,3 in einer Ebene. Mhm. Plus, minus, Gag eben ist. Ja. Dann geht es N2. Wir können da noch A davor setzen. Das ist natürlich viel, wir haben natürlich ein anderes T auch noch. Dieses ANA, A-N-T, und das bedeutet jemand etwas widerfahren lassen. Das klassische Hebräisch. In Trauer sein, begegnen. Die Vorsilbe end hebt im Deutschen das nachfolgende Wort auf. Enttäuschen, entspannen. Natürlich müssen wir zuerst was end 2 gehen lassen. Da habe ich oft darauf hingewiesen, dass das end zuerst einmal was vor sich hinstellt. Und dann ganzes Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgestanden, steht doch schon da, ist ein Ei. Das kann man natürlich immer mit der 1 schreiben und mit der 70 schreiben, dann kriegst du einen Trümmerhaufen. Ja. Jetzt fängt die Gedankenwelle an. Dann haben wir natürlich hier R, E-Quadrat schöpft. Wo kommt diese Gedankenwelle her? Aus dem absoluten Mittelpunkt. Er schöpft es aus sich heraus. Jetzt, wenn ich natürlich weiß, dass dieses kaputt zuerst einmal der ist. Der Kopf, der Haupt. Das heißt, dein Kopf muss kaputt gehen, der zerbricht durch dein Individualbewusstsein und so weiter und so weiter und so fort. Das ist Kopf oder Wappen. Diese klassische Aussage, PP ist FF, doppelt aufgespannte Affen. Bist du der Kopf oder bist du einer dieser Affen? Und jetzt kommt dann schon das Spiel mit dem Geld. Das übrigens mit dem Geld ist natürlich ganz interessant, weil da kann ich jetzt erst einmal unser Gall, unsere Welle lesen, ich kann aber auch den Geist Gottes lesen. Schauen wir uns den Geist mit LF gelesen, schauen wir uns einmal G, LF Lamed, was ist das? Das ist der hier. Edler. Er löst etwas aus sich heraus. Aber was löst er aus? Flecken, Ecken, Sichtweisen. Beflecken, erlösen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein ewiges Spiel, das wir miteinander spielen. Ja. Du aktiv und ich passiv. Ich schaue nämlich an, wie ich selbst in meiner Rolle spiele. Bist du schon ich? Wo ist das Bewusstsein selbst? Es ist immer das Zentrum, das das alles erlebt. Mittelste. Du hast es nicht nötig, dich am Leben zu erhalten. Du bist ewig. Dein Körper wird sich so lange immer wieder auftauchen, natürlich immer mit dieser kleinen Veränderung, dass jeder Moment, der auftaucht, vollkommen neu ist, wenn ich das sage, mit der 200 Gramm roten Niere.
Seit einem Vierteljahrhundert, wenn ich das Vierteljahrhundert, die 25 Jahre betone, die sind sehr wichtig. Unsere 25 ist nämlich die Wurzel 5. Da brauchen wir in Pythagoras, in der Grundannahme, unsere Ecke, unsere Uregge. Der Ur-Pythagoras ist nicht 3, 4, 5, sondern 1, 1, 2. Wurzel 2. Das ist ein ganz, ganz eigenartiges Dreieck. 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2 Quadrat. Gehe ich in ein Farbenspiel drauf ein. Ein kleiner Absatz, wo sehr, sehr viele Probleme aufgeschmissen hat, wo du dann die wirklichen ersten Fehler schon erkennst, wie leichtgläubig deine sogenannten Mathematiker mit Zahlen umgehen. Die Schwierigkeit ist nicht die Arithmetik, sondern die Mathematik. Mathe ist das gelernte Wissen, Mathikus eines Dummkopf, eines Blödmanns, eines Narren, der einfach nur nachäfft. Nicht selber denkt, das sind Mathematiker. Jeder normale Trockennasenaffe ist genau genommen ein Mathematiker. Er fährt auf den Gleisen seines gelernten Wissens, das ist Mathe. Hörig dumm. Arithmetiker sind was ganz anderes. Die diskutieren nicht, ob 1 0,999999 bis unendlich ist. Die wissen, was ist. Genau. Sie füllen Schizophrenien. Ja. Was die Reihe der unendlichen Zahlen ist, was da Hirnspielereien, die dann übrigens mathematisch bewiesen werden. Mathematisch wohlgemerkt. Das sind alle Sackgassen. Und deine Physiker sind Mathematiker. Und deine Theologen sind Mathematiker. Es sind einfach nur Narren, die auf den Gleisen des geistlos nachgeäfften Wissens ihrer Lehrer und Erzieher, ihrer Nachrichten sprechen. Es ist die Filme, jede Kleinigkeit, wo ich euch einspiele. Wenn mir jetzt zum Beispiel ganz kurz, weil es mir einfällt, wenn ich immer wieder darauf hinweise, das ist bekannt. Wenn du in einem Buch zurückblätterst, du hast es zigfach oft teilweise schon gehört, wenn ich das letzte Update uns anschaue. Das ist keine Verschwörungstheorie, wenn du jetzt nachschaust. Das ist eine Veröffentlichung der Pharmafirma Pfizer. Diese Corona-Test, das wird weggewischt, ohne irgendetwas. Ich sage immer wieder, was jetzt offiziell in dir auftaucht, wenn man sich das anschaut. Dieser erste Test, hier ca. 20.000 Menschen, wir denken uns das jetzt aus, Cut. Das ist Holofeeling. Was ist jetzt da? Ein Monitor mit Worten drauf. Mit einem Erklärungsmodell, wenn ich das Video laufen lasse. Und das sind wieder nur Worte. Ob ich Worte höre oder ob ich die lese, spielt keine Rolle. Ich mache aus den Worten Vorstellungen. Ich mache das nochmal. Absolute Wirksamkeit von den Impfungen, die wir uns jetzt ausdenken, angeblich. Es ist ja nur ausgedacht. Schau einfach, was jetzt da ist. Mehr ist nicht da und das, was du daraus machst. Und jetzt aufgrund dieser Studien, aufgrund dieses Wortes, denke ich mir jetzt Menschen aus. 20.172, die mit einem Placebo geimpft wurden und 19.965, die mit diesem Impfstoff geimpft wurden. Und davon heißt es jetzt, in dieser Studie wurden 0,838% mit einem Placebo infiziert von Corona und 0,045%, die geimpft wurden, auch infiziert. Und jetzt plötzlich liest du überall, dass dieses Mittel, diese Impfung 95% Schutz gibt. Wie funktioniert das? Das ist doch praktisch kein Unterschied. Die waren doch praktisch genauso krank wie die. Ja, weil man das relativ sieht. Man sagt nämlich, von den 20.000, ca. 20.000 haben sich 169, das sind diese 0,838% infiziert an dem Coronavirus. Und von den ca. 20.000 haben sich bloß 0,045% infiziert, das sind 9. Und wenn ich die jetzt in ein Verhältnis setze, dann heißt es, das Mittel ist 95% wirksam. Wenn ich aber merke, dass hier nahezu genauso viel infiziert wurden wie hier, ist es vom Tisch. Genau. Die dürfen das. Und die Politik macht mit.
oder wissen sie es nicht oder was auch immer. Und wenn es dann veröffentlicht wird, dann wird es gelöscht, weil es Verschwörungstheorien sind. Das ist alles, alles die ganze Hirnwichserei. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel nachschaust in Weißenburg, das ist dann, jetzt kommen ja immer wieder Videos hoch, dass jeder, der Corona hat, wenn er stirbt, und wir machen jetzt Gedanken, das ist der Schlüssel mit Holofeeling, cut, halte das zweite Gebot aus, und ist überhaupt nichts. Es passiert außerhalb deines Kopfes nichts. Du träumst. Es existiert nur das, was du jetzt denkst. Es ist ein Matrix-Programm, das du zu durchschauen hast. Und das spricht zu dir in allen Facetten. Das ist jetzt hier zum Beispiel dieses Wach auf. Das heißt übrigens, der doppelt aufgespannte Bruder ist der Schöpfer UB. Alte Filmzitate. Hört mir zu! Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit! Ein alter Film. Amerikanischer Film. Zigfach schon gehört, hast du es jemals für voll genommen? Ich behaupte jetzt, die habe ich dir zigfach schon eingespielt, wenn du länger bei Holofeeling bist. Das ja. Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Die Zeitung, die Medien und Basien. Es ist nicht nur das Fernsehen, das Wait Internet. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu Gott. Geht zu euren Gurus. Geht zu euch selbst, weil das die einzige... Wohlgemerkt, die richtigen Gurus. Geht zu euch selbst. Vertrau nur noch einen, nämlich dir selbst. Aber du bist nicht dieser Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist der Intellekt. Auszüge von Auszügen, geistlos nachgeheftet im Wissens. Das ist dein Schwamminhalt, deine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt, wie ich das nenne. Denn die einzige Stelle, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt, ist in euch selbst. Jede Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Anders ausgedrückt, es ist eine Information, die jetzt von dir erschaffen wird, weil du sie denkst oder sinnlich erschaffst in dir. Die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch kann alles. Kann ein Gedanke die Wahrheit sorgen, der von dir wahrgenommen wird? Da kommen wir dann gleich noch drauf ein. Es sind Lügen. Und was jetzt wichtig ist, die Kleinigkeiten, wenn ich sage, die Welt spricht zu dir. Wisse, mein Kleiner, die seltsame Schreibweise, Kol heißt alles. Ein heißt, ist nicht existierend. Das ist dieses E-Quadrat R, das bin ich und du. Wir sind alles Nicht-Existierenden in uns drin, bis wir es uns ausdenken. Das heißt, wisse, mein kleiner Freund, das ist die Grundradix dieses Erliebt vom Hiefel, das müssen wir jetzt natürlich alles wissen, was das bedeutet. Und er lässt lieben. Er ist der Anreiz zur Liebe. Du kannst nur einen Anreiz geben, wenn du das vorlebst. Dieses Einverstandensein. In UB, Gott im Meer, kann man nicht ertrinken. Jetzt ist natürlich dieses Tri, ich mache jetzt extra rot-blau, diese Leseart und Weise. Das heißt, das ist übrigens einmal meine Reihe auch. Unten. Aber was hier immer nur das rot-blau lesen, das heißt, ja, der immer daseiende Kopf Gottes, Beroshe, der mitten diesen immer seinen Kopfes, das ist der, der immer ist. Das bin ich und du. Das ist das E-Quadrat. Oder eine Erscheinung berechnete von einem berechneten, persönliche Berechnung eines Intellekts. Mhm. Interessant ist, dass dieses Tri im Chaldäischen 2 bedeutet. Mhm. Das ist die erste Erkenntnis. Dann haben wir hier, und das ist natürlich Ertrinken, den habe ich jetzt natürlich ganz eigenartig geschrieben. Ken ist ja unser Fundament, das heißt ein existierendes Fundament, Fundamentior, etwas überlegen und Lügen verbreiten, tausendfach darauf eingegangen, da habe ich jetzt diesen E-Quadrat in Klammer gesetzt, zwischen den Zweien, und dann sieht man nämlich, das ist nämlich seine Basis, Basis ist griechisch, worauf man tritt. Wenn wir das anschauen, Basis heißt eigentlich, worauf man tritt. Ich weiß gar nicht, ob das hier in dem Wörterbuch mit drin ist. Schauen wir mal ganz kurz nach. Weil es ist ja immer, das sind ja auch wieder nur Auszüge von Auszügen.
Das ist der Tritt. Mhm. Das ist natürlich interessant. Das Tri heißt, es sind zweimal 400, 400 ist Pi, wissen wir. Dann sind es ja 2 Pi. Das ist meine Reihe. Mhm. Siehst du? Mhm. Das ist 2 Pi. Das wird reine Physik. Und jetzt ist es also so, hier dieser kleine Going Back, da haben wir natürlich schon hier im Eck, schaut, diese kleine, das sind unsere vier Spiegel, in diesem Spiegeleck. Go in G, G-O übrigens, ist das Innerste. Mhm. Das ist das Innerste deines Körpers. Also G-Waff, G-O, im Geist verbunden. Das ist, ich bin die absolute Synthese all meiner Geistesfunktion und ihrer Gedankenwelt. Ich UB bin reine Liebe, alles Verstehen und absolute Demut. Diese Demut ist das Ziel, das du in unserem Lebensspiel erreichen musst, wenn du es gewinnen innen willst, mein Kind. Und dieses Going Back ist Hayom. UB 86 El Hayom. Und wenn ich jetzt das anschaue, das sind Lieder jetzt in deiner Welt, in deiner Jugend, wenn du älter bist. Da steht, geh zurück in deinen eigenen Geist, raus aus diesem Geist. Du kannst nicht ertrinken in dir selbst. Das ist der große, ein Tropfen, der zurückfällt ins Meer. Der ist nicht weniger, der wird mehr. Mhm. Wenn du dich mit mir vereinigst, wenn du dich mit anderen Wissensgebieten vereinigst, mit anderen intellektuellen Denksystemen, die du bisher bekämpft hast, weil die ja falsch, widerlich, verkehrt erschienen sind mit deiner einseitigen, wertenden Logik. Ich sage immer, du bist der Richter über alles und jeden und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dir selbst, an den, der du zu sein glaubst in deinem Traum. Du wirst mehr, wenn du dich mit denen vereinigst. Das ist Liebe. Wenn du die auch zum Denken benutzt. Der Henkel ist rechts, der andere behauptet, der Henkel ist links. Ich sage, stimmt, stimmt. Ich kann immer nur nicken, egal was einer behauptet. Einzeln, selektiert betrachtet, ist das natürlich schlimm. Mhm. Ich habe dein Gesicht gesehen, da muss ich zuerst einmal wissen, was das Gesicht ist. Das ist zuerst einmal hier Panim, Penim. Ja. Panim bedeutet die geistige Sicht. Das Ansehen, das Aussehen und Penim bedeutet E-Quadrat. Inneres, das Innere. Innen. Mhm. Eine geistige Sicht ist immer in dir drin. Weißt du, die Frage nach wer bin ich ist die Frage nach wer bin ich selbst. Wer bist du? Weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Beobachte dich vom ersten Moment an, wenn du zum Lesen anfängst, wenn du dein Leben durchlebst, jeden Augenblick beobachte ich dich. Mhm. Ob du aufmerksam bist, ob du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst, wie du werdest, wie du urteilst, dafür kannst du nichts, du bist ein träumender Geist und wann du bereit bist, selbst zu denken, dass dir das bewusst wird. Kann es einen Gedanken, den du denkst, auch dann geben, wenn du ihn nicht denkst? G ist eben, Geist ist eben. Wir können aber auch lesen, G, E, Quadrat, was zu Ben, sondern Polaren Existenz oder rot gelesen im Sein. BN rot gelesen heißt im Sein. Mhm. Immer im Sein, S-A-I-N heißt wieder, Bewusstsein ist nicht existierend. Bin ich in diesen absolut nicht existierenden oder in der Peripherie? Ja. Mhm. Im Zentrum, wo Ruhe ist, des Sturms. Der mittlerste. Ich weiß, das ohne Vordersprache, das einfach nur Geschwätz ist. Und so blind, so unendlich blind und leidend, was du bis in alle Ewigkeit sein, bis du dich zuerst einmal Gedanken machst, was bin ich und was sind meine Gedanken. Du bist im Meer unveränderlich derselbe Geist, dein ganzes Leben, egal was du dir jetzt denkst. Denk einfach an irgendwelche Erfahrungen, die du in der Vergangenheit angeblich in deiner jetzt gedachten Vergangenheit gemacht hast. Du hast die jetzt gemacht. Ist es so schwer zu verstehen, dass ich sage, wenn du ein Buch liest, dass du jede Seite, die du anschaust, schaust du jetzt an. Meinetwegen, wenn das ein 500-Seiten-Buch ist, schaust du jede Seite jetzt an und jeden Gedanken denkst du jetzt. Wenn du einen Film anschaust, siehst du jedes Einzelbild jetzt.
die auf der tieferen Ebene alle gleichzeitig sind. Mhm. Aber da wird es natürlich interessant, wenn du ein Buch liest, ist da eigentlich das Buch und der Leser noch da, wenn es ein spannendes Buch ist? Mhm. Das ist die größere Frage dazu. Und dann taucht plötzlich wieder irgendeine Figur auf aus dem Nichts. Wo kommt die jetzt eigentlich her? Aus dir. Wo soll es denn sonst herkommen? Aus dem Internet? Du bist das Internet, du bist ich, du bist Gott. Jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht in dir auf. Oder er fällt dir ein, da sind wir auch drauf eingegangen. Kann dir natürlich auch einfallen. Es ist die Frage, wo du hier den Anfang allen Seins hinsetzt. Entweder unsere Elham-Yom-Metapher, Gott das Meer, dann tauchen die Gedankenwelt auf, oder der Gott im Himmel oben, dann lässt er dir was einfallen. Wenn du natürlich ganz deppert bist, dann meinst du, das kommt aus der Vergangenheit, aus dem Urknall heraus. Das sind so simple Sachen, dieses Umdrehen der Kausalität. Das Klingelingeling-Beispiel. Da behaupte ich es mit Sicherheit auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Hast du es verstanden? Was erkläre ich dir mit dem Klingelingeling-Beispiel? Die zwei Seiten der Kausalität. Die Seite, die du bis dato geglaubt hast, du hörst Klingelingeling und dann denkst du dir, wer ruft mich jetzt an, und du denkst an dein Telefon. Mhm. Jeden Gedanken denkst du jetzt. Ja. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass das Klingeln von dem Telefon kommt und es deshalb geklingelt hat, weil dich einer anruft. Mhm. Was dir aber gar nicht klar ist, dass aufgrund des Klingelns du dir das erst im Hintergrund, wenn du reinschaust, was du glaubst, dass du dir eine Vergangenheit aufbaust, die du als Ursache nimmst für das Klingeln. Nämlich einen Anrufer, der da außen ja existiert, wenn du nicht an ihn denkst, ein Telefon, das da außen existiert, wenn du nicht dran denkst, und dann irgendwelche Schallwellen, die aus dem Telefon aufgrund des Anrufes rausgehen, zu deinem Ohr gehen, in dein Ohr reingehen, Amboss, Steichbügel, Cochlea, Trommelfell. Mhm. Aha. Dahin jetzt. Diese Schallwellen, die da in dich reingehen, das ist ein Erklärungskonzept. Da kommen Schallwellen dann von der Glocke, dann gehen die rein, Trommelfell, Amboss, Steichbügel, Cochlea, dann wird es in elektrochemische Signale umgewandelt, dann geht es hier in den Thalamus rein, und wenn es dann in den Thalamus dann drin ist, in dem Gehörzentrum weitergeleitet wird, dann hörst du das Ding. Das ist unheimlich logisch, geistlos nachgeäfft. Ja. Könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ich sage bloß, zeig mir Schallwellen. Und glaub mir, keiner hat sich mit Schallwellen mehr beschäftigt wie der Udo in deiner Welt. Ja. Ich sage jetzt, das dreh mal um. Du träumst. In deinem Traum taucht das Klingelingeling-Geräusch auf und du wirst jetzt wie eine Maschine mit einer Programmierung reagieren und dir denken, wer ruft mich jetzt an, und du wirst an dein Handy oder an dein Telefon denken. Und ich sage immer wieder, oder an der Haustürglocke. Oder du hörst ein Fiep-Fiep und dann denkst du an einen Vogel. Dann schaust du und dann taucht der Vogel auf deiner Brille auf. Dann hörst du an das Geräusch, dann schaust du und dann taucht der Hubschrauber auf. Für dich ist hundertprozentig sicher, weil der Hubschrauber da ist, kommt das Geräusch. Magst du, wir haben nur zwei Seiten, jetzt kann man das wieder aus. Lass uns das ausdiskutieren, Arione. Was ich dir mit Holofeeling erkläre, ist schlichtweg und einfach, dass das nur zwei verschiedene Sichtweisen sind, wo man die Kausalität umdrehen. Was man übrigens in der Physik ja angeblich kann, die Zeit umkehren. Rein von den physikalischen Formeln ist es definitiv so, dass du die Zeit austauschen kannst. Die Vakuumfluktuationen, diese Gleichzeitigkeit von Plus und Minus. Und wir machen natürlich immer unsere chronologische Welle. Das löst sich mit Holofeeling auf. Und dazu brauchst du alle Wissenselemente, übrigens auch die religiösen Wissenselemente. Du wirst das Geheimnis deiner physikalischen Formeln wirst du niemals verstehen, wenn du nicht weißt, was in den Heiligen Schriften drin steht, weil ich erzähle dir ja was. Da sind Zahlen drin. Die Ursache, wenn du da schon einen Ursprung haben willst, zum Beispiel der Kreiszahl Pi, wo es ja mehrere übrigens gibt, nicht nur eine, das ist wieder Festlegung, dass bei den mehreren Möglichkeiten, Pi zu berechnen, ja nur eins richtig ist. Es ist immer so, das wird immer festgelegt von der Wissenschaft, was richtig ist und was verkehrt ist. Ich sage dir, das stimmt alles. Zu behaupten, die Welt ist eine Scheibe, stimmt genauso wie zu behaupten, die Welt ist eine Kugel oder eine Matrix. Es sind unterschiedliche Programme, die unterschiedliche Vorstellungen aufschmeißen. Und richtig ist nur Richtung. Wenn einer behauptet, der Henkel ist rechts, dann hat er recht. Und wenn einer behauptet, die Henkel ist links, hat er auch recht, wenn er das links sieht. Und umgekehrt genauso.
weil ich den höheren Komplex verstehen muss. Aber das interessiert überhaupt keinen. Ihr Affen seid viel zu sehr als Affen damit beschäftigt, eure anerzogene Meinung zu intronisieren. Für mich sind Corona-Leugner dieselben geistlosen, nachäffenden Affen wie die Corona-Befürworter. Den einzigen Vorteil, wo die Corona-Leugner haben, dass sie offensichtlich nicht ganz so viel Angst haben, ihren Affenkörper zu verlieren anhand von einem Virus. Das ist aber wirklich der einzige Unterschied. Deswegen sind sie aber immer noch nachäffende Affen. Das sind alten Beispiele, wo ich gesagt habe, hier auch mit militanten Nichtraucher und Raucher. Säufer, Alkoholiker und Antialkoholiker. Was sind die besseren Menschen? Ich sage die Raucher und die Alkoholiker, weil die wissen, dass sie ein Problem haben. Es wird kein Raucher, Suchtraucher, kein Junkie wird in irgendeiner Form leugnen, dass er gewisse Abhängigkeit macht, die ihn unfrei macht. Er kann das runterspinnen, er kann das nicht so kritisch sehen. Mein schöner Satz, ich habe kein Problem mit Heroin, aber ohne. Aber er weiß, dass er ein Problem hat. Dass aber gespiegelt, damit er dann der Nichtraucher viel größeres Problem hat. Die scheinheiligen Jesus. Es ist Scheinheiligkeit. Du bist nämlich nicht heilig, solange du gegen irgendwas bist. Solange du irgendein Feindbild in dir trägst, bist du nicht heilig. Du bist bloß zum Scheinheilig, du redest dir das ein. Du bist sogar scheinheilig, wenn du glaubst, ich bin gesund, ich bin da wie ein Magnet, mir fällt nichts. Doch, dann fällt dir die Krankheit zur Heiligkeit. Da muss man das Prinzip verstanden haben. Ich bin ein Berg. Ein Wellenberg. Dann bist du keine heilige Wille. Mir fällt es da. Ganz oben. Ja. Fällt mir gerade hier mein... Ach, das müsste man fast spielen. Das ist, was oben ist. Der Wahnsinn. Zu glauben, du bist besser wie die anderen. Du bist heilig. Ja, Mann, von die anderen sind es nicht. Das sind nur Brösel von dir selber. Wieso nenne ich das immer Brösel? Wir können das bröseln. Die Brösel zerbröselt sowieso alle. Ja. Das Brot ist das heilige Ganze. Ein Brösel ist bloß ein kleiner Teil von dem Brot. Beirut heißt im Adam. Alles andere ist Peripherie. Das sind Spritzer, die aus dir herausspritzen. Gedanken, die du dir ausdenkst. Was an dir selbst nichts verändert, sofort überprüfbar. Wenn du weißt, was du bist. Rote Religion, blaue Religion. An was bindest du dich? An was ausgedacht ist oder an dich selbst? Der Hebel, man gebe mir einen festen Punkt, einen festen, unveränderlichen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Das große Geheimnis der Philosophie. Ja. Du wirst irgendwann einmal erstaunt dir eingestehen müssen, das bin ich. Und da habe ich hochintellektuelle Tierchen, die ich mir ausdenke, wo ich immer vor vielen, vielen Leben noch gemeint habe, ich könnte irgendwelchen Figuren in meinem Traum erklären, dass sie eigentlich Geist sind. Ich habe anderen versucht zu erklären, dass sie eigentlich ich sind. Und dann kommt das Röder, das geht nicht. Ich kann an Gedanken, den ich mir denke, eine Information, irgendwas Existierendes nicht erklären, dass es deshalb nur da ist, weil ich das jetzt denke. Dass es eine Information von mir ist, in mir drin. Du wirst merken, da ist eine unüberwindbare Barriere zwischen Geist und zwischen vergänglichen Erscheinungen. Ja. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, sage ich jedes Mal, bist du Geist. Aber du bist was ganz, ganz anderes wie das, was du bis dato zu sein geglaubt hast. Weil du dich ganz massiv mit deinen Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, das bin ich. Und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Ein Satz, der, der immer ist, das Meer, ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte davon. Schau mal, wenn du jetzt ganz, ganz wirklich hundertprozentig sicher dich beobachtest, egal an was du denkst, das geht ja von Augenblick zu Augenblick, egal was du anschaust, es ist ein ständiger Wechsel deiner Information, was verändert es an dir selbst? Nichts. Nichts.
Warst du eigentlich schon mal irgendein anderer Gedanke wie den, den du dir jetzt denkst? Das ist selbstverständlich. Jetzt denk doch einfach mal, du kommst aus der Lehre raus oder du fängst zum Studieren an oder du heiratest, je nachdem, was für einen Film du laufen hast. Das kannst du auch bloß wieder jetzt denken. Aber ist jetzt der, der mal vor einem Trauertal vielleicht gestanden ist oder dieses oder jenes gemacht hat, den du dir jetzt ausdenkst, bist es du? Ach, das warst du in der Vergangenheit. Das sind doch bloß Gedanken, die du jetzt denkst. Dasselbe Problem haben wir mit der Zukunft, wenn du Angst hast vor irgendwas, was du dir jetzt in die Zukunft denkst, dass du dich mit Corona ansteckst oder dass du nicht in Lokale reinkommst. Ich komme sowieso in keine Lokale rein, die kommen in mich, wenn ich so denke. Ja. Das ist das Umdrehen der Kausalität. Mhm. Es ist alles hundertprozentig sicher. Wenn du Geist bist, kannst du bloß immer sagen, ja. Ich habe das so oft bei Leuten, jetzt mache ich wieder Bröselebene, wenn ich hier in einem kleinen Kreis gesessen bin, jetzt gedacht, ganz bewusst war jetzt, dass da immer wieder die große Masse schaut und zuhört. Jetzt denken wir mal ganz normal als Mensch unter Menschen und dann ist einer, der einfach die Gedanken hier mitgeht. Ich habe das so oft erzählt, der sagt, Udo, ich habe jetzt eigentlich bei jedem Satz, wo du gesagt hast, nicht, der hat eigentlich recht, der hat eigentlich recht. Dann sage ich zu dem, als Brösel Udo, jetzt mach dir mal Gedanken, wieso du das nicht wahrhaben willst, weil das wird jetzt rum sein, du wirst morgen wieder aufwachen, jetzt natürlich, immer jetzt, neue Bilder, du hast alles vergessen. Du hörst jetzt das Video an, du bist vielleicht beeindruckt oder machst Daumen nach unten. Dann bist du so, das, den wir uns jetzt ausdenken, der eine wie der andere sind bloß gegangen. Ja. Und dann sitzt du und dann gehst du wieder ins Internet und siehst dir wieder die ganzen Kacke einseitig ausgelegt rein. Ich sage immer, Kack ist es nur, wenn du es auslegst. Kacke, Exkremente. Wenn wir zusammen Videos anschauen, werde ich dir zeigen, dass alle recht haben. Du musst bloß die Worte anders auslegen. Genau. Das ist die große Verwandlung. Das ist, du bist so extrem einseitig vorschnell in der Auslegung, bei jedem Namen, den du dir denkst. Obwohl du dir den komplett anders denken könntest. Du könntest aus einem Wort ganz andere Sachen machen. Das ist das große Geheimnis, wenn ich immer nur darauf hinweise, jedes Wort ist das dann mal schon aus dem Stegreif ein 400-Seiten-Buch. Das weit über das hinausgeht, was in den Wörterbüchern drinsteht. Aber aufbauend auf einem rein arithmetischen System der Möglichkeit. Mhm. Das ist, du definierst alles. Du definierst, dass der, der Kugel ist, dass du ein sterbliches Säugetier bist, dass hier 8 Milliarden Menschen zurzeit auf der Erde leben. Ich sage, wer hat es gezählt? Wer hat es jemals gesehen? Kannst du es beschwören? Das führt uns zu dem Meinheit. Es ist die große Erkenntnis, dass du dich selbst jetzt fragen musst, bei Sachen, die dir als hundertprozentig sicher erscheinen. Was passiert, wenn ich vor einem göttlichen Richter stehe und ich beschwöre jetzt das, was ich als hundertprozentig sicher Anziehung glaube, bis hin, dass ich sage, ich wurde von meiner Mutter geboren. Kann ich das beschwören? Ich glaube, das war so und so. Man hat mir erzählt, das interessiert mich nicht, sage ich dir als Richter. Du bist als Zeuge geladen. Hast du es gesehen oder hast du es nicht gesehen? Mich interessiert in keinster Weise, was man dir erzählt hat. Mhm. Und wenn du das jetzt auf all deine Glaubenssätze beziehst, die du in dir trägst, ob du Corona-Befürworter bist oder Gegner bist, ob du, egal was, es sind einseitige Meinungen. Ist es deine ureigenste Meinung oder äffst du bloß irgendwas noch? Kannst du es beschwören? Mhm. Und dann wirst du feststellen, dass wirklich nahezu alles, was du bisher als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, von dir nur mit der Meinheit beschwört worden kann. Du sollst nicht schwören, sag ich als Jesus. Ja. Du darfst selbstverständlich was beschwören, aber nur, wenn du das auch ohne Meinheit beschwören kannst. Mhm. Also geh auf eine Nummer sicher und hör auf zu beschwören, was da oben im Himmel ist oder was da drunten auf der Erde ist. Weil das sind sowieso alles Meinheiten. Du äffst Vorstellungen nach, die du noch nie gesehen hast. Es hat noch nie einer gesehen, dass sich die Planeten um die Sonne herumdrehen. Es hat auch noch nie irgendein Geist gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Schon die Schattenfrau vor 20 Jahren. Ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Ich sage, merkst du nicht, dass du schon wieder was nachäffst? Was löst das Wort Astronaut in dir auch? Astro, nicht nach außen gestreut. Ein Affen, der in eine Rakete geht, hochfliegt und von da oben dann sieht, du, der Mensch, den du dir jetzt denkst, dieser Astronaut, kann der was anders sehen, wie du ihm zusprichst, dass er gesehen hat?
Haben wir nicht festgestellt, wenn du träumst und dir jemanden ausdenkst, da schaffst du in dir einen Menschen. Egal an wen du jetzt denkst, der wird von dir jetzt erschaffen in deinem Kopf. Und was in dem sein Kopf drin ist, was der sieht, der ist wie eine Kiste. Wie oft haben wir das durchgespielt mit der Kiste? Genau. Das sind so kindgerechte Beispiele, dass du zuerst einmal erkennen musst, dass du überhaupt keinen Einfluss drauf hast, was du träumst, sprich, was du denkst. Der größte Wahn von einem Homo sapiens, der eigentlich bloß ein Homo schizophrenus ist, nicht mehr und nicht weniger ein gespaltenes Bewusstsein, aufgrund dessen er ja glaubt, dass er ein sterbliches Säugetier ist. Dass du doch bestimmst, was Astronauten von da oben sehen oder nicht. Zumindest die Astronauten, die du dir ausdenkst. Kennst du andere? Nein. Es ist heftig, aber total einfach. Was ist in dir drin, dass du diese einfache, hundertprozentig sicheren Wahrheiten nicht wahrhaben willst? Weil der zweite in dir so unheimlich mächtig ist, deine Logik. Jetzt könnte ich wieder sagen, weißt du, wenn du, und ich spreche jetzt ganz gezielt zu denen, die Holofeeling studieren, nicht die Neueinsteiger, so wie unser Budde, unser Michi. Der bemüht sich, der ist neugierig, der sieht es, der ist fasziniert davon, in seinen einfachen Sachen, wenn man Budde-Videos anschaut. Aber ich spreche jetzt die an, die das wirklich intensiv studieren, die meinen, die haben von Holofeeling was verstanden. Beobachte dich doch in deinem normalen Alltag, wenn dann wieder irgendein Corona-Video oder was auftaucht, was du denkst oder wie du reagierst. Mhm. Das ist eine große Erkenntnis. Und nicht kritisieren, hör auf, dich selber zu kritisieren. Es geht um ein vollkommen wertfreies Schauen, was in dir sich abspielt, was du für Informationen hast, wie dein Programm, dein Konstruktwerte- und Interpretationssystem darauf reagiert. Wie du das bewertest und nichts verändern wollen dran. Das ist Liebe. Das, was in dir auftaucht, lieben so, wie es ist. Wenn man reingeht und es tropft, weil die Heizung undicht ist, dann die Haustür kaputt ist. Ne, Helene, das ist alles ein verdammter Test. Genau. Du kannst lächeln und du kannst dich darüber aufregen. Wir sind schon wieder bei den zwei Seiten. Wenn du in Balance bist, absolut in Balance bist, ist da immer ein Dauerschmunzeln, ein Dauerlächeln. Das ist so dieses leichte Hin- und Herschwingen zwischen dem Plus und dem Minus. Ja. Gibt es genügend Beispiele. Und dann passieren langsam die Wunder. Die Auflösung zulassen. Wenn man jünger ist, geht es natürlich noch nicht. Dann sage ich, da muss man die Rolle weiterspielen, wie beim Ron. Aber du kannst es trotzdem mit einer Gewissheit spielen, dass letztendlich dir selbst nichts passieren kann. Den, der mich jetzt sprechen hört, der ist ewig. Der kann nicht zerstört werden, weil ein absolutes Nichts ist. Er ist aber auch all seine Gedanken. Und die Gedanken, die du als Ding an sich erlebst, die hängen von dem Intellekt ab, von deinem Programm ab, das du zu durchschauen hast. Und jetzt kommt der erste Weg, dass wir uns gerade anfangen, für Sachen zu interessieren, die uns vorher zuwider waren. Dass ich die nicht einfach weglösche, sondern dass ich dann immer wieder sage, hätte ich dieses Programm, würde ich das genauso sehen. Aber jetzt kommt es wie mit den Beweisen. Was kann ich überprüfen? Du kannst immer nur das überprüfen, was jetzt da ist. Muss ich ein Video oder ein Foto überprüfen, das in mir auftaucht? Das ist das, was es ist, ein Foto. Das, was jetzt ist, ist ein Monitor. Da sind keine Menschen drauf. Da muss ich nicht schauen, einfach was da ist. Und jetzt kommt das Wichtige, du musst in dich reinschauen, was du glaubst. Ich kann jetzt sagen, tausende Mal sage ich schnippe und jetzt denkst du an deine Beine, an die Zehen an den Beinen, wackeln mit den Zehen an den Beinen. Mach das unten, die du dir jetzt da nach unten denkst. Wo waren die ganze Zeit? Nicht da. Die haben nicht existiert. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Ob dieser Glaube noch da ist, dass die Beine, der Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Und dann sage ich, schnipp jetzt, denk an deinen Kopf, dreh den Kopf, schau zu dir hin, schau die Türklinke an. Das ist erfundene Sachen drauf. Wo war die Tür und die Türklinke? Die hat nicht existiert. Die hat nicht existiert, schon gar nicht da außen. Sie war da, als auf der Datei. Existieren du die? Übrigens, die Datei, die wir uns jetzt denken, hat auch nicht existiert. Existiert eigentlich, wenn du einen spannenden Roman liest, das Buch? Mein Berühmte fängt zum Lesen an, die 100 Seiten. Existiert da ein Leser, wenn du einen spannenden Roman liest?
Nein. Das existiert nicht, das ist hundertprozentig sicher. Wenn ich das überprüfen will, denke ich natürlich automatisch wieder an das Buch und an mich selber. Aber was ist, wenn du in die Geschichte reinfällst, weil sie dich fasziniert? Ja. Das Faszinieren, die Faszination führt dich dann zu den Faszien. Wo die muss, das ist die Wörter, wo oberflächlich betrachtet überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Wo die Muskelstränge zusammengehalten werden. Bündel. Das Bündel. Das kommt dann, kommen wir irgendwann zum Faschismus. Ja. Es ist Faschismus zurzeit in deiner Traumwelt. Und die wirst du nicht erreichen. Dieses schöne Video hier, wo ich dir reingespielt habe über den Faschismus. Das ist natürlich auch, den wir uns jetzt ausdenken können, auch, der wird auch von uns erschaffen. Das heißt, ich lasse jetzt so viele Gegenseiten in dir auftauchen, wo du sagst, was ist denn, warum wird es denn keiner glauben? Lebst du denn immer noch in dem Wahn, dass die Menschen in deinem Traum irgendwas verstehen könnten? Das ist so das kleine Komma und der Punkt, wenn ich das immer erzähle. Der Unterschied bei Holofilm, der erste Unterschied ist, dass ich sage, ich erkläre es dem, der sich's ausdenkt. Und nicht irgendeinen Gedanken. Das bietet dir keine Religion, keine Naturwissenschaft. Die sind so fixiert auf ihre eigenen Gedanken und haben komplett vergessen, was sie selbst sind. Ja. Diese Gedanken. Aber können das Gedanken überhaupt wissen? Kann was existieren, das eigentlich wissen, was Ewigkeit bedeutet? Mhm. Das kann nur der wissen, der selber ewig ist. Und dann haben wir natürlich auch einen, der weiß und einer, der es nicht weiß. Ich bin der, der es weiß, und du bist der, der es noch nicht weiß. Das ist wie eine Welle. Wir zwei sind wie eine Welle. JCO und ICO ist wie eine Welle. Wir gehören unter dem Bau zusammen. Das ist die kümische Hochzeit. Die können wir natürlich jetzt wieder stufen. Zwischen Träumer und träumenden Geist und zwischen dem absoluten Geist und einem Geistesform. Ja. Und ihr müsst nichts tun, ihr Geistesfunk. Einfach nur euer Leben als träumender Geist in euch, wie ein Kino. Wehrt sich ein Kino gegen den Film, der in ihm läuft? Das Kino kommt übrigens dann von Kain. Die Kinetik. Der Kain, das in Bewegung gesetzt, der ist unstet und flüchtig. Weil ein Abel, in Hebel, das nichts in sich erschlagen hat, letztendlich sich selbst. Die Bewegung erschlägt das Unbewegliche. Wie war das nochmal? Wenn was kaputt geht, dann geht es End 2. Anfang des Selbstgespräches. Zuerst war das Z-Waff ein Trümmerhaufen und wenn der Trümmerhaufen wieder End 2 geht, das sind diese Bewegungen, unsere 4 Phasen, wenn ich immer sage, von dem End. Ja. Das sind genau die 4 Phasen von dem End. Das Weg und Weg. Das alles von dir Ausgedachte weg, woanders hingedachte, ist schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Und alles, was du vorher siehst, hast du vorhergesehen. Vorhergesehen. Sehe ich etwas vorher? Oder vorher? Zwei Seiten. Das habe ich vorher gesehen. Das habe ich vorhergesehen. Das eine bezieht sich auf die Zukunft und das andere, was ich in der Vergangenheit. Ich habe in der Vergangenheit eine Zukunft gesehen und du wirst merken, du hast schon wieder die zwei Seiten. Was du siehst, siehst du jetzt. Du kannst dir jetzt denken, was du getan hast und du kannst dir jetzt denken, was du noch tun wirst, aber du wirst es immer jetzt tun. Mhm. Selbst, dass du dir jetzt der Vergangenheit ausdenkst, denkst du dir jetzt. Oder jetzt der Zukunft ausdenkst, eine Zukunft ausdenkst, eine Vergangenheit ausdenkst. Vor was hast du eigentlich Angst? Vor der Zukunft, die gar nicht existiert, wenn du nicht an Zukunft denkst? Und du kannst jetzt nur beobachten, wenn du Geist bist, wie massiv der Zweite in dir noch mächtig ist und versucht dir diesen Scheiß auszureden, was der blöde Udo dir erzählt. Auf der Bröselebene habe ich einmal ein schönes Gespräch geführt, das machen wir mal so zum Abschluss jetzt. Dass ich sage, pass auf, wir sind jetzt auf der Bröselebene, alles was ich erzähle, erzähle ich den Geist, der uns zwei ausdenkt. Wenn du dieser Geist bist, das heißt, wenn du jetzt uns zwei ausdenkst, Udo Brüssel, ein anderer Brüssel von mir jetzt ausgedacht auf der Brüssel-Ebene. Jetzt können wir das natürlich erweitern. Ich erzähle es jetzt nur dem, der uns ausdenkt. Und wer ist jetzt uns? Das sind 4 Pixelmännchen.
und einer vom Computer. Das ist das, was du dir ausdenkst. Jetzt aktuell. Diese vier Pixelmännchen und dich selbst. Merkst du, da bist du dann eigentlich schon eine Ausnahme. Man könnte jetzt sagen, du bist ja, wenn du an dich denkst, wesentlich realer wie die Pixelmännchen. Was natürlich schlimm ist bei den E4, die können nämlich beides. Du kannst jetzt dich als Pixelmännchen sehen, wenn du der Ron bist. Natürlich jetzt im Moment nicht, nur wenn du das Video dann anschaust. Ich behaupte jetzt, dass die Helene sich eigentlich, wenn sie sich überhaupt sieht, bloß als einen kleinen Patzer noch mit drin sieht, weil während der Aufnahme dann nur drei Pixelmännchen da sind. Wenn du das Video aber anschaust, sind vier Pixelmännchen da. Ja. Oder dann eventuell, wie du dein Skype eingestellt hast, können natürlich drei große und ein kleiner sein, der dann du bist, wenn du es anschaust. Das ist, Max, wir sind schon wieder in die Perspektiven. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, ja, ja. Aber ich sage jetzt ganz definitiv, um das auf den Punkt zu bringen, und das sage ich dir jetzt als UP, rot, wenn du Geist bist, das heißt, wenn du dir jetzt dieses Gespräch anhörst, wenn du das jetzt erlebst, das sind Gedanken, das sind Informationen von dir selber, die aus dir kommen. Der einzige Weg in eine Freiheit, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich mit diesem neuen Denken, diese neue Art zu denken, dir dessen bewusst zu werden und dich immer mehr zu konzentrieren auf das, was du selbst bist, nämlich der unveränderliche Parameter dabei. Dass du ein Adam bist, ein Gotteskind bist. Und da nützt es nichts, wenn du 20 Mal meine einfachen Beispiele, was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Ich sage nochmal, frag diese Frage als Brüssel und der Brüssel deine Mitmenschen. Und ohne Holofeeling schauen dich alle ganz doof an. Und dann sagst du dich zu irgendeiner dieser Brüssel. Wieso mich? Weil du jetzt aufgrund dieser Worte diese Vorstellungen, dir das ausgedacht hast. Und diese Dinge existieren nicht, wenn du sie nicht denkst. Also wenn du mich jetzt sprechen hörst, hast du ein riesengroßes Problem, wenn du diese Chance verwirfst. Wenn du mich jetzt nicht sprechen hörst, weil du bloß ein Gedanke bist von mir, Geist, dann hast du gleich zweimal kein Problem, weil dann bist du schon wieder weg, wenn ich dich nicht mehr denke. Und wenn ich dich denke, bist du eh so, wie ich dich denke. Zum Beispiel dumm, was du aber gar nicht mitkriegst. Weil Gedanken, die ich mir denke, kriege ich nichts mit. Das ist die Sache, die so unglaublich klingt, wenn ich sage, wenn ich jetzt meine rechte Hand mir ausdenke, meine rechte Hand oder irgendeine rechte Hand mit einem Hammer. Und der Hammer haut auf einen Stein. Die Hand, die ich mir jetzt denke, Hand mit einem Hammer in der Hand, die ich mir jetzt ausdenke, die kann sich das nicht raussuchen und die kann dann nicht raussuchen, ob sie jetzt auf einen Stein haut, auf den Tisch haut oder sonst wo hinhaut, ob sie überhaupt schlägt. Hat die Hand mit dem Hammer, die ich mir ausdenke, überhaupt keinen Einfluss drauf? Stimmt oder stimmt? Das ja. Gilt übrigens für meine eigene Hand, wenn ich die ins Gesichtsfeld schiebe und auch für jede andere Hand. Da kannst du natürlich sofort sagen, ja, ich kann das mit meiner Hand machen, aber ich kann dann nicht bestimmen, dass eine andere Hand das macht. Wenn du träumst, bestimmst du alles. Wenn du bewusst träumst. Und wenn ich jetzt mit dem Hammer auf eine andere Hand, auf meine eigene linke Hand drauf haue, diese linke ausgedachte Hand spürt überhaupt nichts. Weil Gedanken von mir nichts spüren. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Diese kleine Erkenntnis zerstört komplett alle Lügen, die du bis dato, an denen du gelitten hast. Es ist alles vom Tisch. Da gibt es keine hungernden Negerkinder da außen, da gibt es keine Kriegskinder, die im Krieg zerfetzt werden. All das taucht jetzt auf, weil ich diese Worte spreche. Kein Afghanistan und keine korrupten Machtgeilen-Politiker. Keine Coronaviren und keine vollen Krankenhäuser. Wo wolltest du das alles, während du zugehört hast? Immer nur in dem Moment, wo du es denkst. Wenn du das gecheckt hast, fängst du an, das zweite Gebot zu halten. Du darfst es denken, du darfst dir das um dich herum verstreuen mit dem vollen Schmunzeln. Das ist ja jetzt bloß Gedanken, es ist Handwichserei. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du jetzt noch so wenig Selbstbewusstsein hast, dass du meinst, es müssen irgendwelche geistlos von dir ausgedachte Idioten dir bestätigen, dass es auch so ist, dann hast du wahrlich noch sehr, sehr viel zu lernen. Es ist extrem mangelndes, rotgelesenes Selbstbewusstsein. Weil du laufend die Bestätigung von irgendeinem Gedanken von dir brauchst, dass das stimmt. Oder von irgendeinem Fachmann, den du dir ausdenkst.
Und du, wenn du mal selber zum Denken anfängst, geistreich zum Denken, wirst du feststellen, es gibt nichts Geistloseres wie deine ganze Elite an Fachleuten. Auch die Ärzte. Im letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, geh wieder in deine Märchengeschichtsbücher hinein. Es ist nicht nur die Politik und die Kriege, die hier bestimmt werden von Leuten, die du dir ausdenkst, wo du bestimmst, dass die mächtig sind und dieses oder jenes gemacht haben. Es kann niemals ein Gedanke von dir mächtiger sein, wie du selbst, wie der Denker, der diesen Gedanken erschafft. Problematisch ist, wenn du jetzt dich zuerst einmal, wenn du an dich selbst denkst, dir an Brösel denkst, der überhaupt keine Macht hat und total unschuldig ist und ja nichts dafür kann, dass die Menschen um ihn herum so schlecht sind. Nein, ich sage, das sind die Spiegelbilder deines Programms. Ja. Du bist der, der mit dem Programm seine Welt aufbaut. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher, wenn du die Grundlage einmal verstanden hast. Und die Ärzte, geh in deine Medizingeschichte, die sind die größten Wissensverhinderer, die es jemals gegeben hat. Dann kommt in die Medizin noch der Kapitalismus mit rein. Dass es ums Geldverdienen geht. Mhm. Gehen über Leichen. Normal gedacht, aber es sind ja eher das lebende Leichen. Ich sehe das als ein wesentlich lockerer. Mhm. Wenn du mal nicht mehr das Bedürfnis hast, an Gedanken von dir am Leben erhalten zu wollen, weil du merkst, mein Leben bestimmt, dass sich diese Gedanken ständig austauschen. Wir können natürlich dann immer größere Komplexe auch machen, wo ich Zeitabschnitte das Ganze nenne, Kapitel, Bündchen, 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 Reihe, sprich Zeile, 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 Seile, sprich Bild, Film, Buchmetapher, der Aufbau. Da ist im Hintergrund eine Arithmetik. Ganz leicht, sofort offensichtlich. Das ist ja das Schöne, wenn du weißt, dass alles stimmt, wenn du in Physikbücher reingehst. Was eben eigentlich das nur das deine Erklärungsmodelle, was die Sachen bedeuten. Hm. Und wenn du dann hinschaust, ich glaube, in einem Fiegenstahl-Vortrag fällt mir gerade ein, hier mit Gabriel, dieser Vortrag, dieses geistlose Nachgeäffe, wo sie ihr Ego aufblähen, weil sie was lesen. Ich muss nur bloß hinschreiben, A ist gleich A. Inwieweit hast du dich auseinandergesetzt, was das bedeutet? Ich sage, da gibt es eine innere Gleichung und eine äußere. Äußerlich gesehen ist dieses A vor dem Gleichheitszeichen ein anderes A wie das andere. Also kann das A nicht dieses A sein. Ich kann mir aber das A wie zwei Kisten denken, zwei Symbole denken und dann heißt das Gleichheitszeichen, dass da dasselbe drin ist wie da. Aber wenn ich jetzt das Gleichheitszeichen als einen Spiegel sehe, dann ist, wenn da plus 5 drin ist, muss unten minus 5 drin sein. Und jetzt wirst du wieder merken, wie beim Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen, dass da viele Erklärungsmodelle gibt, die alle logisch erscheinen, wenn du die Logik im Hintergrund verstehst. Ja. Und das Problem beginnt, wenn du jetzt sagst, da kann bloß eins davon stimmen. Mhm. Einfach nur verstehen, was eine Kollektion ist und was eine Selektion aus der Kollektion ist. Ja. Und du musst Einseitigkeiten schaffen. Das ist Schrödingers Katze. Solange du in die Kiste nicht reinschaust, sagt man, ist die Katze rein rechnerisch lebendig und tot. Ich sage, solange du nicht reinschaust, ist das da mal gar nichts drin, weil du denkst dir jetzt schon eine lebendig tote, eine Welle rein. Aber die Welle in sich plus minus 5, unsere Gegenwart in den JHWH, ist eigentlich definitiv das da mal nichts. Bis du eine Seite davon anschaust. Und da es keine Zeit gibt, siehst du entweder, wenn du jetzt nach außen schaust, siehst du hell oder dunkel. Mhm. Aber das große Problem ist, dass das eine ohne das andere nicht gibt. Die Ursache dafür ist der Glaube, dass du von der Erdkugel bist, die sich um die Sonne rumdreht, beziehungsweise von der Sonne angestrahlt wird und sich um die eigene Achse dreht. Aber in dem Moment, der schaut, ist ja was anderes wie irgend... Du setzt dich dann schon wieder als Trockennasen auf diese Erdkugel, die angestrahlt wird und sagst, jetzt ist hell, jetzt ist dunkel. Deine Erklärungsmodelle sind das Problem. Du bist doch der jetzt mit diesem anerzogenen Wissen sich das vorstellt. Du verwechselst dich dann schon wieder mit einem Gedanken von dir. Im Anfang ist das Programm. Das ist alles hundertprozentig sicher und ich sage dir gleich, dieses Wissen macht dich allein. Vollkommen allein. Und dann doch nicht ganz, weil mittlerweile gibt es ja noch etliche mehr Verrückte, eine Handvoll Verrückte, die mit Holofeeling sich beschäftigen. Wobei der Masse von den 100 Affen, die Masse reduziere ich ja immer auf 100 Affen, dass die weit davon im Fernsehen das in der Tiefe verstanden zu haben, aber zumindest die Denkrichtung ist da wie bei unserem Bude. Dass das immer Zucker irgendwie war und Zucker sind. Und du musst jetzt irgendwann einmal dich lösen. Geh zu Gott, geh zu dir selbst. Der Guru.
Den kann man natürlich auch negativ sehen. Die hat einen Guru. Da trennt sich die Spreu vom Weizen sehr schnell. Ein wirklicher Guru wird sich in dein Leben überhaupt nicht einmischen und der wird dir niemals irgendwie sagen, was du tun oder lassen sollst, was du essen darfst oder nicht essen darfst. Ein wirklicher Guru erklärt dir, was du selbst bist. Und er mischt sich in dein Leben überhaupt nicht ein und er will auch nichts von dir, außer dass du glücklich wirst. Das heißt definitiv, der einzige Wunsch eines wirklichen Guru ist, dass du er selbst wirst. Und ein Guru ist erst dann ein Guru, wenn er wirklich absolut glücklich ist, wunschlos glücklich ist. Und bevor ein Guru noch meint, er braucht Geld zum Überleben, der natürlich als Brötchen in der Traumwelt, wenn du eine Traumwelt dir erschaffst, wo er ein Teil davon ist, wo du bestimmst, dass mehr Geld zum Überleben braucht, gilt es dann auch für den Guru, den du dir ausdenkst. Aber du darfst eine Figur in deinem Traum nicht verwechseln mit dem wirklichen Guru, der in deinem Traum als Guru in Erscheinung tritt. So wie der Udo jetzt. Der mischt sich nicht ein in dein Leben oder sagt dir, was du tun darfst oder nicht tun darfst. Der sagt ganz einfach, schau, was ist und wie du das bewertest. Ja. Und mach deine Freiheit nicht abhängig von irgendwelchen Gedanken, die du dir ausdenkst. Wahrlich, ich sage euch, solange du deine Mutter, deinen Vater, deine Geschwister, deine eigenen Kinder mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Weil du Gedanken nämlich mehr liebst als deinen eigenen Schöpfer dich selbst. Du bist der Schöpfer von dir selbst. Und du wirst erkennen, dass die größten Feinde teilweise deine Hausgenossen sind. Du lebst in Sodom und Gomorra. Und ich spreche jetzt nochmal das Geschachere an. Willst du deine Welt verbessern, Brandopfer, die du dir ausdenkst, verändert zuerst einmal dein Land. Aber zu hoch gegriffen, mein Kind, willst du dein Land verändern, verändert zuerst einmal deine Familie. Und ich sage jetzt ganz, ganz definitiv, veränder doch dein Michi. Zu meinem Holger sage ich, veränder doch deine Frau, deine Mutter, dein Sohn, den er einmal gesehen hat und er sagt, du bist Arschloch, ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann wirst du feststellen, dass dir das nicht gelingt, dass du einfach, die du Familie nennst, Figuren in deinem Traum auch auftauchen, die in Detailwissen, in Detailmeinungen so von deiner Meinung, vor allem von der jetzigen Meinung, die du hoffentlich hast mit Holofeeling, abweichen, die das gar nicht wahrhaben wollen. Wie wahnsinnig, wie größenwahnsinnig muss eigentlich einer sein, der meint, er könnte sein Land verändern. Mit Politik. Die kannst du alle in die Tonne klopfen. Primitives Menschenmaterial. Sag das doch jetzt zum Söder, dass er Faschist ist. Das Einzige, was ihn treibt bei allen, ist die Machtgeilheit um jeden Preis. Das sind Fehler, das sind deine, die Demonster. Demonstrieren dir diese Monster. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich sage immer wieder, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwirft, dass der so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Das ist wie ein Autor, der einen Krimi schreibt, ein Politdrama schreibt. Da brauche ich doch diese Figuren, sonst habe ich doch keine Geschichte. Die demonstrieren die ihre Geistlosigkeit und ihre Machtgeilheit. Also gut, wenn du erkennst, ich kann ja jetzt auf der Brüssel-Ebene nicht einmal einige Mitglieder meiner Familie verändern, weil die unverbesserlich sind. Ich sage, das ist ein Spiegelbild von dir. Du bist unverbesserlich, weil du immer noch in dem Wahn lebst, zu glauben, du könntest einen Gedanken von dir verändern. Moment, bingo. Wie war das? Ich kann doch meine Gedanken verändern. 16 Seiten. Wenn du eine neue Welt willst, musst du zuerst einmal deine Vergangenheit verändern. Die Logik sagt, ich kann doch die Vergangenheit nicht verändern, die war doch schon. Ich sage, Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Du behauptest eigentlich, du kannst einen Gedanken von dir nicht verändern. Was ist die Ursache für deine Gedanken? Der Intellekt, den du zum Denken benutzt, du behauptest eigentlich, kann man den Intellekt nicht verändern. Den kannst du als Brösel auch nicht verändern, aber als Geist. Veränderung in einer Form von Erweiterung. Du kannst die, die du bisher als Arschlöcher ausgedacht hast, bei den Arschlöcher sein lassen, aber wissen, dass im Hintergrund ein Geist ist, der sich die Arschlöcher ausdenkt, der liebevoll ist. Das ist der Schauspieler, der jetzt zum Beispiel ein Arschloch spielt. Wenn er das bei Bewusstsein macht, muss er das aber gar nicht sein. Es ist doch vollkommen gleichgültig, ob du eine Mutter Teresa spielst oder ein Massenmörder oder einen Heiligen.
wie Franz von Assisi auf der Bühne des Lebens. Spielt eine Rolle, aber spiel sie bewusst. Weil wenn du an dich denkst, bist du bloß ein Gedanke von dir selber, ob du dich als ein Mörder denkst oder ob du, das ist der Witz, bist du dieses Bewusstsein. Also gut, wir stellen fest, du kannst die Familie nicht verändern. Du erkennst, wie wahnsinnig welcher sein muss, der meint, der könnte ein ganzes Land verändern. Immer in Bezug auf ausgedachte Trockennasenaffen. Dann veränder dich doch einfach selbst. Und in Bezug auf dein Programm wirst du feststellen, wie schwer das ist. Wie du immer wieder dieselbe Scheiße wiederholst, wie du dich immer wieder aufregst, welcher Kleinigkeit, welcher Nichtigkeit. Beobachte das. Und in dem Moment, wo du das beobachten kannst, ohne dass du diese Reaktionen verändern willst, hast du dich verändert. Dann kommst du in den Zustand des absoluten Einverstandenseins. Dann hast du das eine verstanden, dieses Ein E Quadrat. Dann hast du mich und dich selbst verstanden. Eine nicht existierende Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Jetzt sind wir beim Einstein. Das ist Physik. Göttliche Physik. Göttliche Gedanken. Und es wird so lange dauern, bis du diese einfache Erkenntnis verstehst. Was bin ich und was sind meine Gedanken? Ja. Was ist ein Denker und was sind dessen Gedanken? Um das ganz auf den Punkt zu bringen, du lebst immer noch in dem Wahn, dass du meinst, irgendein Gedanke, den du dir denkst, ist viel mächtiger wie du. Du lebst in dem Wahn, dass du meinst, du könntest Gedanken möglichst lange am Leben halten. Obwohl es doch offensichtlich ist, wenn du Geist bist, dass jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, jeder neue Blinkwinkel den Bestehenden zerstört. Weil du ihm einfach das zweite Erste und das zweite Gebot bringst. Ansonsten kannst du doch deine Rolle ganz normal weiterspielen. Das kann ich immer nur wiederholen. Das ist jetzt, wir können in eine Tiefe der Arithmetik gehen, aber das ist so unendlich sinnlos, wenn du diese einfachen Sätze nicht verstehst, nicht wahrhaben willst. Und wie gesagt, ich rede nur zu dem, jetzt zu dir, Geistesfunken, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Du bist das Einzige, was ewig ist, was überbleibt. Ein Gedanke ist es hundertprozentig nicht. Da kannst du bis in alle Ewigkeit dich auch selbst wiederholen und dann bleibst du genau in dieser sorgenvollen Kacke mit Ängsten bis in alle Ewigkeit. Die Ewigkeit ist jetzt. Und du kannst dir das ganz schön einrichten. Du kannst dich öffnen für Wunder. Du kannst mir die Möglichkeit geben, dass ich dir was vollkommen Neues einspiele. Das passiert in dem Moment, wo du ein bisschen permanent versuchst, dir bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich da. Und dass kein Hauch mehr da ist von das stimmt oder das stimmt nicht. Von dir aus gesehen. Das, was du anschaust, wird natürlich deine Logik sagen, das ist richtig oder das ist verkehrt. Ich sage von dir aus gesehen. Das ist der Komplex, geht natürlich jetzt, kommt jetzt, ich spreche auf deine atmende Kugel an. Das ist übrigens auch wieder mit der Kugel und Egel, das ist Sprache, das wird jetzt zu weit führen. Wir können das in einem ganz einfachen Bereich lassen. Es ist einfach, schau den ständigen Wechsel in die Ohren. Und spiel dabei deine Rolle, beobachte deine Währungen, deine Interessen und dann wirst du feststellen, du gehst immer auf dieselben Seiten, du regst dich immer wieder über dasselbe auf. Das ist vollkommen okay. Es muss dir gleichgültig sein. Gleichgültig. Es muss dir vollkommen gleichgültig sein, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Weil du nämlich weißt, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und jedes einseitige Ziel für dich, was man in der Symbolik nennt, in die Hölle. Der Glaube, dass ein ewiger Friede gut wäre für dich, ohne Krieg, das ist wie ewiger Sonnenschein ohne Regen. Das ist jetzt übrigens das Beispiel, du musst Systemparameter mit verändern. Du musst wissen, dass das nochmal, was verstehe ich unter dem Wort Frieden? Das ist wie, was verstehe ich unter dem Wort Sonnenschein, schönes Wetter. Aber solange du jetzt in deinem Wahn bist, dass du meinst, deine Umwelt, deine Pflanzen, deine Menschen, die brauchen Regenwasser. Es wird alles in kürzester Zeit kaputt gehen, wenn es nicht regnen würde. Was ist besser? Sonnenschein oder Regen? Frag einen Bauern. Der schaut dich an und sagt, was ist das für eine blöde Frage? Ich drehe das einmal ins Bizarre. Und was ist besser, gesund oder krank? Und da gibt es viele, viele, die ich dir sage, die sind felsenfest davon überzeugt, das Beste für uns ist Krankheit.
Das ist deine Ärzteschaft und die Pharmaindustrie. Bei uns wird es ja gar nicht geben, wenn es keine Kranken gibt. Das heißt eigentlich, Menschen gesund machen zu wollen, ist der Selbsterhaltungstrieb von Ärzten. Weil sie ja gar keine Existenzberechtigung mehr haben, wenn es keine Kranken geben würde. Genau. Merkt ihr, wie bizarr das wird in den Ohren, wenn man anfängt, die Perspektiven zu ändern? Das sind jetzt noch Sachen, die man einigermaßen sich mitdenken kann. Die Kriegsindustrie, das Zerstören. Wir bringen euch Frieden. Die guten Amerikaner, die die Demokratie in die Welt bringen wollen, die die Menschen gar nicht wollten. Die zündeln an etwas rum, wo sie gar keine Ahnung haben, um was es eigentlich geht im Großen und Ganzen. Und was du jetzt hörst, ist eine unendliche göttliche Weisheit. Ja. Hat nichts zu tun mit irgendwelchen ausgedachten Menschen, mit einem Udo. Das ist, den kannst du so betrachten wie den Lautsprecher und das Pixelmännchen. Und dann vielleicht einige wenige doch nicht, wo ich dann sage, das ist meine Familie. Ja. Dann hilft man sich. Das ist eine andere Ebene. Wo man auch das Loslassen, das Auflösen bei der Helene vom Doni, es ist so ein normaler Vorgang. Das sind Reaktionen, der Säugling, der sich auflöst zum Schulkind, weil da macht sich keiner Gedanken drüber, weil das nicht auf deinem Programm ist. Wenn ich die vielen Kleinigkeiten mache in der Küche, wenn du zum Beispiel Mediziner bist oder wenn du Koch lernst, du kriegst in deinem Programm gewisse Rituale eingehämmert, die macht man so, weil man es gelernt hat und würdest du Gedanken darüber machen, wo ich es auch in vielen Kleinigkeiten, dass du merkst, das ist so unendlich unsinnig, das muss man gar nicht machen, das ist gar nicht nötig beim Kochen. Viele Vorgänge bin ich oft darauf eingegangen, in der Medizin dasselbe, wo man dann sogar erkennt, es sind Rituale, die aber überhaupt keinen Sinn nicht machen, Blutvergiftung. Was gut ist und was schlecht ist. Egel, was in dir Egel auslöst, zum Beispiel Urin. Obwohl das beim gesunden Menschen wohlgemerkt wird, ich rede jetzt reine Schulmedizin, das sterilste an deinem Körper, das ist der Urin. Kannst du zum Desinfizieren benutzen und du hast einen Egel davor. Aber Sacrotan haust du dir rein, dass die Bakterien kaputt gehen, obwohl du ja nur ein großes Bakterium. Bak in dir ist das Territorium. Bakterium. Bakterium, was bedeutet das eigentlich? Jetzt, wenn ich Hebräisch Bak weiß, das heißt, in dir ist das große Territorium. Und das sind die ganzen, das Ungeziefer sind die ganzen Sekten, deine kirchlichen Sekten, deine politischen Sekten. Das ist das Ungeziefer an dir. Warum rottest du die nicht aus? Ich weiß dir sagen, wenn du ich bist, weil du Liebe bist, das sind die Figuren in unserem Traum, die brauchen wir für unsere Unterhaltung als Götter. Genau. So ist. Das ist nicht maßlose Selbstüberschätzung, weil ich jetzt nicht von irgendeinem ausgedachten Menschen rede. Ich rede von Gott zu Gott, von Schöpfer zu Schöpfer, der letztendlich bloß ein Allereinziger ist. Bis er anfängt, eine ganz persönliche Traumwelt aus sich herauszuschöpfen und dann in seinem eigenen Traum als Antagonist mit dem Joystick in der Hand die Rolle spielt. Aber auch so simple Beispiele, vor dem Bücherregal stehen, der eine Geist liest all die Bücher, der spielt alle Rollen. Dann erst machen diese Sätze das, was du einen anderen tust in deinem Traum, tust du immer nur dir selbst. Ja. Im Positiven wie im Negativen. Bis ich dann da in einen Synthesezustand komme, dass auch der Krimi und das Drama eine extrem lehrreiche Unterhaltung ist, solange ich weiß, es geht ja nur um ausgedachte Figuren, die als Ding an sich das gar nicht mitkriegen. Ich bin doch der Einzige, der diesen Roman, diesen Traum mitkriegt. Diesen speziellen Traum, den ich zurzeit durchlebe. Kein anderer. Also lebe bitte nicht in dem Wahn, wenn du jetzt nicht gerade glaubst, du bist der Ron, die Ariane, der Toni oder der Udo, dass die Figuren auf dem Bildschirm jetzt, diese Pixelmännchen, irgendwas erleben. Dass der Udo jetzt spricht, dieses Pixelmännchen, der spricht kein Udo, der spricht der Lautsprecher jetzt in deinem Traum. Das ist es. Cut, was ist jetzt da? Fetzenpapier, Pixelmännchen, Lautsprecherstimme. Was mache ich aus den Worten, mit denen ich konfrontiert werde? Das, was ich aus den Worten mache, im Anfang ist das Wort. Das muss ich erleben. Ich kann nur das erleben, was ich aus den Worten mache. Ja. Übrigens auch, wenn du jetzt muss ich ganz allein als Geist da sitzt und über irgendwas nachgrübelst. Wenn du jetzt nicht unbedingt an deinen Körper denkst, das ist die meiste Zeit der Fall. Dann bist du Geist und deine Information, das ist das Geschwätz. Wie heißt es in Ich bin du, wenn du jetzt liest?
Während du diese Zahlen anschaust, ich bin du erster Band, hörst du plötzlich in dir eine Stimme sprechen. Kommt dir die bekannt vor? Das ist doch deine eigene Gedankenstimme. Mhm. Da wirst du schon vollkommen im Jetzt gehalten. Genau. Und wenn du jetzt über was nachgrübelst, wenn du allein bist, rot gelesen, allein meine ich, dass du nicht einmal an deinen Körper denkst in dem Moment. Da sind nur Worte in dir drin, deine Gedankenstimme, und du wirst jetzt mit einem Mechanismus aus diesen Worten Vorstellungen aufbauen, wenn du, was ich morgen mache, was ich dann mache, wo ich hin will, was passieren könnte. Du bist der Einzige, der das erlebt. Ja. Da ist weder ein Körper noch ein Gehirn, das bist du, Geist und diese Worte und der Mechanismus des Programms, das aus diesen Worten, die ich in dir auftauchen mache, durch Reaktion ständig hier Hirnwichserei betreibt. So ist es. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und wenn du den Zustand aufrechterhältst, dann bist du in der Balance, dann bist du ein bewusster Geist. Mhm. So, jetzt lassen wir es gut sein. Wow. Danke. Ich reite zurzeit nur, ich reite hier. Ja. Das ist einmal hier rückwärts. Hier. Dann steht 3 He da. Ja, genau. Die 3 He ist hier. Ja. Und das ist jetzt. Jeder Moment. Das ist jetzt wie wenn du jetzt an die Datei denkst von dem Film. Dann gehst du in diese Hierarchie, in die größere Kollektion rein. Jeder Moment ist immer gleich. Jetzt. Hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Egal wo du dir den hindenkst, ob du bewusst denkst oder unbewusst denkst. Wieder 2 sein. Mhm. Das macht's aus. Also spielen wir noch eine Runde Leben. War neugierig auf dich selbst, war neugierig auf uns. Ja. Ja. Das ist das, worum es geht. Mhm. Sag ich tschüss. Bis gleich. Danke.